Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem Gespräch über Loriot. Vielen Dank, dass Sie dieses Video sich anschauen. Und ganz herzlichen Dank vor allem an Stefan Lukschy, der ein Freund von Loriot war, sein Regieassistent war das der offizielle Titel. Also es begann tatsächlich in der Funktion als Regieassistent und weitete sich dann zu dem aus, was man vielleicht rechte Hand nennen würde. Es begann damit, dass ich war eigentlich ein ganz schlechter Regieassistent. Also das, was die rein technische Das Seite. schreiben Sie immer, aber ich kann es nicht so ganz Naja, wissen Sie, ein glauben. Regieassistent, der muss Listen führen und Sachen ausstoppen und sehr viel technischen Kram machen. Und ich war von Anfang an ein künstlerischer Partner für Loriot. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte als ein rein technischer Regieassistent. Also er teilte mit mir seine Zweifel. Und das war etwas, was man normalerweise mit einem Regieassistenten nicht unbedingt macht. Und dann, als er erfuhr, dass ich war damals noch an der Filmakademie, an der DFFB in Berlin, als er erfuhr, dass ich meinen Abschlussfilm selber geschnitten habe, sagte er auch, na, dann können Sie doch unsere Sketche auch schneiden. Und ich wurde dann auch noch zum Cutter. Das heißt, ich habe vom ersten Nachdenken über die Sketche, schon die Konzeption der Sketche, da war ich schon, saß ich schon mit ihm zusammen. Auch nicht die Aufgabe eines klassischen Regieassistenten. Und habe das dann mitverfolgt bis zur endgültigen Tonmischung. Also das, wo das Ganze dann komplett fertig war. Insofern war das mehr ein Regieassistent, das eigentlich, nachdem die Dreharbeiten abgeschlossen sind, raus aus der Geschichte. Dreharbeiten, das heißt, es war in der Phase Radio Bremen. Da hatte ich schon ein paar Cartoon-Sketche, also es war ja erstmal eine Reihe über, wo eigentlich Karikaturisten vorgestellt wurden. Und dann kamen immer mehr Sketche rein. Die hat er schon in Stuttgart gemacht, ist aber dann nach Bremen gewechselt und brauchte da eben einen neuen Regieassistenten und da kam sie dann dazu. So ist es. So ist es. Ja. Also er hatte diese Sendung in Stuttgart gemacht. Er war ein prominenter Karikaturist oder Cartoonist damals. Und die Dokumentarabteilung des Süddeutschen Rundfunks suchte jemanden, der internationale Zeichentrickfilme vorstellte. Und da kam man auf Loriot, das Sofa war rot. Und er stellte mit sehr witzigen Moderationen diese Zeichentrickfilme vor. Und dann machte er immer so zwischen den Filmen so kleine sketchartige Geschichten und verfiel irgendwann auf die Idee, weil es immer schwieriger wurde, gute Filme einzukaufen, da einfach mehr Sketche draus zu machen, auch ein bisschen durch Monty Python animiert, machte er das dann und das erwies sich als sehr erfolgreich. Und dann ging der Leiter dieser Dokumentarabteilung, ging nach Bremen, wurde dort Dieter Erpel, wurde dort Programmdirektor. Und fragte Loriot, ob er nicht in Zukunft seine Sendungen in Bremen machen wolle. Da ich dort für einen Dozenten an unserer Filmschule eine Regieassistenz vorher gemacht hatte, ist man auf mich aufmerksam geworden und fragte mich, nicht wissend, dass ich ein glühender Loriot-Fan war, ob ich Lust hätte, das zu machen. Und dann wurde ich sein wirklich engster Mitarbeiter. Sie waren ja auch eher ein, also vom Habitus her ja eher so der 68er-Student. Ja, ich hatte lange Haare und einen rostigen alten VW-Bus und eine schwere speckige Lederjacke und kam aus dieser linken Kaderschmiede DFFB, wo ja hauptsächlich Filme gemacht wurden, die zur Emanzipation der Arbeiterklasse beitragen sollten. So auch mein Abschlussfilm, das war eine Komödie, aber eine politische Komödie, wo sich Heimarbeiterinnen gegen einen üblen kapitalistischen Chef solidarisieren. Das war eigentlich so, man machte Revolutionsfilme an der DFFB. Und dann kam ich in ein wunderschönes Haus am Starnberger See, um da mit Loriot humoristische Sendungen vorzubereiten, die sich dann aber doch zum Teil als äußerst subversiv auch erwiesen und durchaus nicht systemimmanent oder bestätigend. Haben Sie da ein Beispiel? Naja, es ist einfach so, dass
dass die Komik ja immer bei Loriot entsteht, wenn die Ordnung durcheinander gebracht wird. Und die bürgerliche Ordnung, in der er sich sehr gut auskannte, die wurde einfach durch lächerlich machen, durch das Unterwandern von, also er öffnete, ohne es politisch zu benennen, öffnete er den Leuten die Augen über die Absurdität vieler Dinge des bundesdeutschen Alltagslebens. Und das hat durchaus was politisch Subversives in meinen Augen. Wir kamen auch relativ schnell auf solche Gesprächsthemen, ob der Humor jetzt, wo der Humor zu verorten sei, ob der irgendwie politisch gar nicht zu verorten sei oder eher dann eher doch links zu verorten sei. Damals war diese, obwohl das ist ja heute immer noch so, also die Trennung rechts-links ist ja nach wie vor da. Er hielt nicht so viel von dieser Trennung, aber er hielt, glaube ich, sehr viel davon, Dinge humoristisch zu unterwandern, indem er sie einfach lächerlich machte oder die in ihnen wohnende Lächerlichkeit hervorholte. Da haben wir jetzt schon einiges angesprochen, worüber wir sprechen könnten. Wir könnten natürlich auch noch weiter ins Biografische gehen. Allerdings dafür empfehle ich, und daraus werde ich auch noch zitieren, Ihr Buch Der Glückliche schlägt keine Hunde, ein Loriot-Porträt. Was mich sehr stark interessiert ist, das Humorhandwerk. Warum finden wir eigentlich Loriot so komisch? Worüber lachen wir da eigentlich? Aber wie hat er das gemacht? Vielleicht noch ein bisschen was zum Rahmen des Ganzen. Ich habe Sie ja kennengelernt bei einer Loriot-Tagung. Im März war das jetzt, glaube ich, im Frühjahr 2022 zum Thema Loriot und die Bundesrepublik, veranstaltet von Anne Beers und Claudia Hillebrand. Sollte eigentlich in Göttingen sein, fand dann im Internet statt, was aber auch den Vorteil hatte, dass man vielleicht auch noch mehr Leute kennengelernt hat. Und ich war ganz begeistert, dass Sie da waren, kannte, muss ich zu meiner Schande gestehen, Ihr Buch noch nicht, aber habe umso freudiger Sie gleich interviewt in den Pausen und es dann natürlich gleich gelesen. Ja. Ich bin Literaturwissenschaftler mit Interesse für das Verhältnis von Text und Bild, Text-Bild-Kombinationen, Karikaturen, Comics, Text und Bühne, Performance und literarische Komik. Und das alles kommt ja zusammen bei Loriot, deshalb war ich da auch ganz begeistert, dass ich mitmachen durfte. Oder vielleicht ist mein Interesse auch zum Teil angeregt worden, dadurch, dass ich, wie Sie, schon sehr früh ein Loriot-Fan war. Ich erinnere mich noch, als da der große Ratgeber stand und ich den aus dem Regal geholt habe. Sie haben viele Fragen beantwortet. Weitere Fragen sind dann für mich beantwortet worden, als ich das Buch gelesen habe. Aber es sind noch einige Fragen offen geblieben. Und es sind auch noch Fragen bei der Tagung offen geblieben. Und dieses Gespräch soll den Tagungsband auch ein bisschen ergänzen. Und deshalb will ich einige Fragen noch ein bisschen an Sie weiterleiten, zu einigen Themenbereichen noch Sie was beisteuern lassen. Am Schluss der Tagung wurden benannt, unter anderem als Gebiete, über die man noch forschen könnte, Gender, also Männer und Frauen passen nicht zusammen oder passen sie doch zusammen bei Loriot oder ja, warum nicht? Die DDR, ein Verhältnis zur DDR und Materialien. Also machen wir mal eine kritische Ausgabe. Es gibt auf jeden Fall noch sehr viel an Materialien, die ungehoben sind. Zum Beispiel diese Cartoon-Serie, da sind ja nur die Sketche veröffentlicht. Das vielleicht auch noch. Sie haben da nicht mehr mit Loriot gearbeitet nach der Bremer Zeit kontinuierlich, aber immer wieder geholfen, immer wieder bei Projekten mitgemacht und das hier angeregt. Die Edition, auf der aber eben aus Copyright-Gründen zum Beispiel diese ganzen Sketche da über seine Karikaturisten-Kollegen gar nicht sein dürfen. Das müsste irgendwann mal geklärt werden. Das ist so, also diese Cartoon-Sendungen, das waren 20 Sendungen, also das wären dann 20 DVDs geworden,
Es wäre ein gewaltiger Aufwand gewesen. Und die bestanden natürlich zum größten Teil aus Zeichentrickfilmen, die gar nicht von ihm waren, die von ihm nur höchst witzig und brillant anmoderiert wurden. Nur wenn man diese Moderationen jetzt alle zusammengeschnitten hätte, hätte man den Zusammenhang ja nicht gehabt mit den Filmen, die sie angesagt haben oder abgesagt haben. Was ganz schön war noch, er hatte ein paar so Art Dokumentationen gedreht über seinen Freund Peter Neugebauer, den Zeichner vom Stern, der Zeus Weinstein erfunden hat, über Manfred Schmidt, mit dem er auch gut befreundet war, den Erfinder von Nick Natterton, aber auch über die frühe Truppe von Pardon, Robert Gernhardt, damals noch mit dem Künstlernamen Lützel Jemann unterwegs und Wächter und diese ganzen, und die hat er, da ist er dann mit einem Dokumentarteam hingegangen und hat so kleine schwarz-weiße Dokumentationen gemacht. Das wäre sicher, das sind ja die Rechte auch im Prinzip beim Südwestfunk, die könnten das sicher irgendwie auch nochmal ausgraben, aber ist nicht geschehen. Und wir haben uns damals bei dieser Fernsehedition darauf konzentriert, das, was in einer früheren, es gab schon vorher eine DVD-Edition, was da eben nicht gezeigt wurde, nämlich vor allen Dingen seine ganz frühen Zeichentrickfilme. Am Ende jeder Cartoon-Sendung war ein Zeichentrickfilm von ihm drin. Und da waren viele davon weder auf Videokassetten noch auf früheren DVDs veröffentlicht. Dieses einfach in diese vollständige Edition mit reinzubringen. Aber natürlich gibt es auch noch Dinge, die im Prinzip noch zu heben wären, Schätze. Kleine Schätze. Vielleicht sieht das jetzt auch mal jemand an, der sich dann darum kümmert und berufen fühlt, das mit ihnen zusammen zu machen. Einen anderen Fundus, den Sie zumindest kennengelernt haben, davon schreiben Sie auch in Ihrem Buch, ist ich weiß nicht, wie Sie es genannt haben, eine Bildwelt, die er gesammelt hat, also mit frühen, mit Guckkästen und also das ist Digital Culture aus dem 19. Jahrhundert. Können Sie dazu ein bisschen was sagen? Naja, das ist so etwas, er hat ein, aber das geht natürlich vielen Menschen so, die optisch, die gerne gucken. Er hat ein Faible gehabt für, es gibt so, im Biedermeier gab es so Guaschen, die dann so kleine Löcher drin hatten und die konnte man von vorne beleuchten, dann waren es Tagbilder, konnte man sie von hinten beleuchten, dann waren es Nachtbilder desselben Sujets, also eine Stadtansicht oder sowas. Es gab also Guckkästen für 3D-Bilder. Ich habe auch einen großen Faible für diese Geschichten. Er hat Biedermeier Miniaturen gesammelt und illustrierte Buchausgaben mit kolorierten Stichen gesammelt. Also er hat sich sehr stark immer mit einer Bilderwelt umgeben. Da hat er einfach große, große Freude dran gehabt. Noch mehr Freude allerdings an der Musik, das ist aber ein anderes Thema. Ja, damit hätten wir also noch ein Thema, Loriot, die Musik, worauf wir vielleicht zurückkommen können, aber es gibt halt noch einige andere. Und auf der Tagung wurde noch ein Desiderat am Schluss benannt, was eben immer wieder im Zusammenhang mit Loriot deutlich wurde. Ich glaube, Anna Behrs hat gesagt, wir bräuchten auch mal eine vernünftige Komiktheorie. Die wollen wir heute Abend nicht erarbeiten. Aber wie gesagt, doch so ein bisschen schauen, wie hat er Komik erzeugt. Und so ein bisschen fühle ich mich mulmig, wenn ich das mache, weil ich so ein bisschen Sorge habe, mich in eine Loriot-Figur zu verwandeln. Er hat das ja, gerade das ja parodiert, ne? 60. Geburtstag oder die beiden Filmkritiker, die über den Buster Keaton-Sketch sich streiten und so weiter. Aber was mir Mut gibt, ist eben, dass ich mit einem Praktiker und Gesprächskollegen von ihm das machen kann. Und dass er das ja, Sie schreiben in Ihrem Buch, der Dialog über die Frage, was komisch sei, begleitete uns über Jahrzehnte. Zum Beispiel Namen. Loriot fand, dass Thomas Mann in der Wahl seiner Namen zu komisch gewesen sei. Kuckuck, Peperkorn und Grünlich seien eben gewollt komisch und nicht wirklich komisch. Ich war da nicht ganz seiner Meinung. Können Sie dazu was sagen? Warum sind Sie nicht seiner Meinung? Warum war er dieser Meinung?
Ich weiß nicht, woran es lag. Also wenn man sich seine Namen anguckt, seine Namen haben ja immer was mit merkwürdigen Lippenbewegungen zu tun. Schmoller, Blöhmann, Blöhmeier, Müller-Lüdenscheid. Müller-Lüdenscheid. Lüdenscheid. Also er hat irgendwie einem, auch mal, das hat mir mal ein Schauspieler erzählt, mit dem er gearbeitet hat, außerhalb unserer Sketche, dass er immer dieses Spitzen des Munds und das Auseinandergehen, das kam natürlich aus seinen Zeichentrickfilmen. Aber da ist er natürlich so weit von Grünlich und Peeperkorn nicht entfernt. Also er war ein unglaublicher Bewunderer Thomas Manns, lebte das heiß und innig, hat in Thomas Mann aber eben auch sehr stark den Humoristen gesehen oder den humoristischen Teil des Schriftstellers. Aber er fand es dann eben, dass er grünlich grünlich heißt, obwohl der ohnehin so ein bisschen grünlich und grämlich war. Das war eben offensichtlich zu deskriptiv. Also ich habe mich daran nicht so gestört. Er war sehr offen, was Komik anbelangte. Also er mochte auch, was man vielleicht gar nicht denken mag, Jerry Lewis, der ja wirklich ein Grimassenkomiker war. Den schätzte er in einigen Filmen außerordentlich. Da fand er ihn ganz, ganz toll. Ansonsten war er für alle so Hau-drauf-Komik nicht so sehr zu haben. Also er wollte es irgendwie subtiler haben und wollte die, eigentlich zum Teil ist es ja auch so eine unfreiwillige Komik. Also die unfreiwillige Komik des Komplizierten im Deutschen. Das ist ihm, also allein bei dieser Nudelgeschichte, die Texte, die dieser Angestellte da, der sich irgendwie toll vorstellen will, zum ersten Mal dieser Frau gegenüber sitzt, die dann immer die Nudel in seinem Gesicht sieht und dadurch völlig versteinert ist. Und da ist eben dieses, wie er das immer nannte, angelegentliche, komplizierte eines deutschen kleinen Angestellten, der seine besten Seiten rauskehren will und dabei auch sehr unangenehm wird, weil er ja geradezu rassistisch wird und den italienischen Ober beschimpft und sagt, das können Sie Ihren Gästen in Neapel anbieten, hier kommen Sie damit nicht durch. Also ganz, ganz unangenehm eigentlich. Und der wird eben total eigentlich vernichtet, dadurch, dass der selber nicht merkt, wie lächerlich er mit dieser Nudel im Gesicht und am Finger aussieht. Und das sind so Momente, wo er einfach eine starke Komik gesehen hat in diesem Widerspruch. Also er hat die Komik gesehen, er hat, das hat er auch selber in Interviews so beschrieben, er hat gesagt, ein Humorist ist jemand, der beobachtet und dann so ein bisschen übertreibt und nicht zu sehr. Also das ist schon so ein bisschen Anspruch auch, dass es sehr nah an der Wirklichkeit ist und seine geflügelten Worte sind ja tatsächlich auch oft so Interjektionen, die wir tatsächlich gebrauchen. Wenn es einfach nur ein Ach ist, im Unterschied zu Aha, uns ja darüber diskutieren in der Badewanne. Und also grünlich und sowas, das ist ja noch so, das ist ja in der Tradition der sprechenden Namen, die man in der Komödie hat. Ne? Bei Nestroy heißen Handwerker dann Knieriemen, Leim und Ja, so weiter. ja, ja. Und Thomas Mann hat das wahrscheinlich bewusst gemacht, im Gegensatz zu der sehr elaborierten Sprache, die er da ja auch über viele, viele Seiten setzt. Und bei Loriot war es ja alles eher die Kurzstrecke und vielleicht wäre das da dann zu dicke gewesen, frage ich Er hat mich. natürlich, er hat ja nie einen Roman geschrieben. Er hat ja wirklich kleine Szenen, kleine Sketche geschrieben. Es war dann eben auch immer filmisch, das ist ja auch wichtig, wobei seine Cartoons, seine Zeichnungen ja eigentlich zum Teil auch über mehrere Bilder liefen, kleine Bildergeschichten waren und dann auch schon den Charakter von Sketchen hatten. Es wäre auch mal interessant zu untersuchen, wie sich thematische Dinge bei ihm mehrfach verwerteten, also wie er Motive aus Cartoon-Zeichnungen dann in Sketche umgewandelt hat und dann in Bewegtbilder umgewandelt hat. Dafür haben Sie ja, was Sie jetzt hier leider nicht zeigen können, aus Urhebergründen, sogar ein Indiz.
aus dem Papierkorb gefischt. Das meine Storyboards. Ja, ja. Na gut, Storyboards sind ja reine Handlungs, reine, also handwerkliche Grundlagen. Das macht man in der Regel dann, wenn die Planung einer Szene sehr genau vonstatten gehen muss. Das war in dem Fall, was ich da gefunden habe, beziehungsweise in meinen alten Unterlagen noch hatte. Das ist dann auf einer Rückseite, also so auf einer Drehbuchseite irgendwie hingeskribbelt. Und da ging es um die Geschichte, wo wir am Frankfurter Flughafen drehten, 4 Tage lang. Und das war auch damals schon alles Sicherheit. Mit der Banane, ne? Wo die Bananenschale nicht entzogen ist. Ein Mann, der ein Geschäftsmann, höchst seriöser Geschäftsmann, kauft sich kurz vor Abflug noch eine Zeitung und eine Banane und beißt da rein und stellt fest, dass die Banane matschig ist und will jetzt loswerden und findet auf dem ganzen Flughafen keinen Papierkorb, um die loszuwerden. Wir mussten erstmal alle Papierkörbe wegräumen. In Frankfurt war natürlich an jeder Ecke einer stand, aber die Idee war eben, dass er keinen findet. Aber das war natürlich alles auch sicherheitsrelevant damals schon, 76, als wir das drehten. Oder war es 75, weiß ich jetzt nicht ganz genau. Auf jeden Fall musste man da sehr genau planen, was man zeigen wollte. Und dafür hat er dann eben ein Storyboard gezeichnet, was er sonst nicht bei allen Sketchen gemacht hat. Da entstand das durch die Proben mit mehreren Kameras. Und da haben wir zwar vorher eine Auflösung gemacht und vorher, also eine Auflösung heißt, dass man eine Szene in Kameraeinstellungen runterbricht und dann sagt man so, der Satz kommt in der Totalen und dann kommt eine Großaufnahme von einem Schauspieler und dann kommt ein Gegenschuss ebenso groß auf die Schauspielerin und dann bewegt sich die Kamera und dann kommt vielleicht noch ein Detail auf die Hände und so. Das ist die Auflösung. Das haben wir natürlich vorher immer gemacht, aber eigentlich auch nur, um sich nicht zwingend daran zu halten, sondern um dann zu sehen, wie sich die Szene entwickelt. Ja, aber was ich meine ist, Sie haben ja das ja kurz gezeigt, dass er die Figur da nicht so zeichnet, wie er tatsächlich auftritt, sondern er zeichnet ein Knollennasenmännchen. Ja, das ist lustig. Also wenn man sich zum Beispiel Storyboards von Fassbinder anguckt, der hat wirklich so eine, eigentlich nur einen Kreis und so eine Nase, also ganz einfach stilisiert, nur um ein Gefühl dafür zu haben, wie groß ist jemand im Bild. Und Loriot zeichnete tatsächlich im Storyboard die Figur als Knollennasenmännchen. Das ist irgendwie lustig. Ich glaube, er hat immer, wenn er einfach ein Gesicht gezeichnet hat, immer eine Knollennase rangemacht, auch in seinen kleinen Gemälden von Dürer und Wagner, die er altmeisterlich in so einem kleinen Format gemalt hat, haben die auch Knollennasen. Das ist irgendwie doch sein Markenzeichen. Aber trotzdem, der Film ist ja dann ganz anders. Das ist ja so ein bisschen, also mich hat es an Tati Mon Oncle ein bisschen erinnert. Ne? Der wirklich, Flughafenfilm. Ja. Ja, ja. Also auch so wie das geschnitten ist, dass man dann so Bilder hat mit dem Pfeil nach unten und Pfeil nach oben, aber man sieht überhaupt nicht, wo das ist. Also wo seine Desorientierung sehr abstrakt eigentlich auch versinnlicht wird. Es sollte die Verwirrung dieses Mannes zeigen, diese Geschichten mit den Pfeilen auf den und diese ratternden, damals noch ratternden Anzeigen. Heute sind das ja alles LED-Anzeigen, aber damals waren das so auch tatsächlich digitale Anzeigen, die dann, wo dann immer sowas durchrattete, wie bei so einem alten Wecker, wo die Nummern, Buchstaben und so auf so Plättchen standen. Und das sollte einfach zur Verwirrung dieses Mannes illustrieren, der ja eigentlich eher ein Generaldirektor eines Industrieunternehmens war, vom Habitus her. Mhm. Ja. Aber was mich interessiert, ist die Frage, wie weit, würden Sie sagen, gibt es tatsächlich ein Kontinuum zwischen dieser Bildsprache, die wir aus den Cartoons kennen, und dem und seinen Sketchen in den Schauspielerauftritten. Es gibt natürlich die Zeichentrickfilme gewissermaßen als Bindeglied. Das waren ja auch konkrete Dinge, wenn es darum ging, bestimmte Requisiten aufzutreiben. Oder die Frage, wie
werden Schauspieler kostümiert. Hat er sich da versucht, eher so am Jetzt zu orientieren? Oder kam da doch auch noch ein gewisses Biedermeier hinein? Oder kann man das gar nicht so generell sagen? Es kam etwas hinein. Es war eigentlich so, dass die Sachen, als wir sie drehten in den 70er Jahren, vom Look her, würde man heute sagen, schon fast veraltet waren. Also es war eher 50er Jahre Kleidung, auch Einrichtung der Wohnungen. Es war alles in braunen Grautönen gehalten. Und ich glaube, dass dabei spielte bei ihm eine Rolle. Er wollte nicht aktuell witzig, komisch sein, sondern er zielte auf das, was sich schon so im kollektiven Unterbewusstsein an Bildern und Wiedererkennbarkeiten sicher auch an Klischees abgelegt hatte, weil damit konnte er natürlich dann wunderbar spielen, weil dann kam er auch ein bisschen tiefer an die Leute ran. Es blieb nicht der oberflächliche Witz, der satirisch die Gegenwart irgendwie beleuchtet, sondern er sagte so, das ist etwas, woran sich alle erinnern. Er erzählte mir auch mal, dass er zum Beispiel, wenn er in einer Zeichnung einen Lastwagen zeichnete, zu einer Zeit, als die Lastwagen schon längst keine langen Schnauzen mehr hatten, sondern so wie sie eben bis heute sind, vorne flach abgeschnitten sind, die Führerhäuser, zeichnete immer noch die Lastwagen mit langen Schnauzen, weil er sagt, daran erinnert sich jeder, das ist irgendwie im Gedächtnis abgelegt und damit kann er dann eine tiefere Komik erzeugen. Also das deutlichste Beispiel ist ja der Stresemann-Anzug. Ja, klar, in seinen Zeichnungen natürlich schon. Also bei seinem ersten Buch auf den Hund gekommen, die Hunde haben natürlich ein Fell, da ist ja noch nicht viel dran zu machen, aber die kleinen Männchen, die von den Hunden wie Haustiere gehalten werden, haben Stresemann an und haben eigentlich eine extrem bürgerliche Kleidung an, die man ja nur zu bestimmten Anlässen anzog. Das war ja nicht Alltagskleidung. Aber auch in unseren Sketchen, wenn man sich mal anguckt, wie die angezogen sind, die sind sehr konservativ, altmodisch und überhaupt nicht 68er-mäßig angezogen. Das war ja eigentlich die Zeit. Nee, es war alles ein bisschen anders, alles ein bisschen altmodisch. Und dadurch, dass es damals eigentlich schon veraltet war, ist es nie wirklich veraltet. Das ist, glaube ich, der Trick dabei. Es war damals schon, hatte so eine gewisse Zeitlosigkeit und mit dieser Zeitlosigkeit hat er erreicht, dass es eben tatsächlich auch zeitlos blieb. Dass es eben damals schon aus der Zeit gefallen war und heute immer noch aus der Zeit gefallen ist, aber genauso auch heute noch funktioniert. Ja, vielleicht aber auch Kontinuitäten sichtbar gemacht, die einem sonst vielleicht gar nicht klar wären. Also für mich, mir fällt es ein bisschen schwer zum Teil. Ich bin Jahrgang 1970 immer noch. Also das war meine Kindheit, in der er diese Sketche gemacht hat. Mir fällt es manchmal ein bisschen schwer, wirklich einzuschätzen, ja, wie altmodisch oder wie alltäglich in bestimmten Sketchen die Kleidung ist oder auch eine Situation ist. Also sowas wie die Benimmschule, dass jemand einen Benimmkurs macht an der Volkshochschule. Ist das absurd oder gab es das damals noch? Ich glaube, das gibt es heute sogar noch oder wieder. Stimmt, oder vielleicht schon wieder, ja. Gibt sowas. Ich weiß, ich habe darüber gelesen und habe mich dann natürlich immer sehr darüber amüsiert. Aber es gibt Leute, die sozusagen... Das ist eine Zeit lang, wurde behauptet, das spielt alles überhaupt keine Rolle mehr. Und plötzlich kam das wieder. Plötzlich kam es wieder, dass Leute wissen wollten, die sagten dann, ja, ich bin dann irgendwie in einer bestimmten Position und dann möchte ich das gerne lernen. Wie ist das denn eigentlich? Wie geht man eigentlich auf einem sehr glatten, hohen gesellschaftlichen Parkett? Wie bewegt man sich da, ohne auszurutschen? Und da gibt es auch solche Benimmschulen. Das sind dann plötzlich irgendwelche Ratgeber oder Leute, die daraus auch ein Geschäftsmodell entwickelt haben. Das gibt es schon. Die sind dann wahrscheinlich nicht ganz so altmodisch
auch unfreiwillig komisch wie bei Loriot. Aber naja, ich glaube, es gibt so einige Dinge auch im Charakter der deutschen Sprache, der Kompliziertheit der deutschen Sprache, des Nicht-Lockerseins, die sich bis heute erhalten haben. Das glaube ich schon. So richtig anders sind wir noch nicht geworden. Ja. Also wenn Leute auf der Straße interviewt werden, was er ja manchmal auch so satirisch gemacht hat in seinen Sendungen, dann kriegen die ja oft keinen geraden Satz zu Ende. Also normale Leute auf der Straße und im Kontrast damit dasselbe in den USA, das hat auch was mit der Sprache zu tun. Da sind wir wahrscheinlich immer noch nicht die Kanzleisprache los. Nein, die Deutschen sind bis heute, glaube ich, nicht unbedingt das Lockerste aller Völker. Fassen wir nochmal zusammen. Also wir hatten gesagt, Loriot betont sehr stark, dass sein Humor recht nah am Alltag ist. Wir haben das gesehen sehr schön bei den Namen, eben keine sprechenden Namen, nur grünlich, aber dann Namen, die sozusagen für sich sprechen, auch wenn ihre Lautlichkeit Komik erzeugen. Aber auch in seinen Sketchen gibt es so einen gewissen altmodischen Touch, der vielleicht auch so ein bisschen verdeutlicht, dass wir, auch wenn wir uns noch so modern vorkommen, doch noch in alten Traditionen befangen sind. Und das sind wir sehr stark als Deutsche, wenn wir einen Satz zu Ende bringen müssen, aber vielleicht auch noch in anderer Hinsicht. Ja, wir haben es ja schon alleine dadurch so schwer, dass bei uns das Verb immer ganz hinten ist. Genau, ja. Also wir können endlose Schachtelsätze bauen. In jeder anderen Sprache wüsste man längst, worum es geht. Und bei uns, und da verheddern sich Leute natürlich auch in Sätzen. Mhm. Das führt dann natürlich auch zum Beispiel in seiner Bundestagsrede, die er ja parodiert hat. Er hat ja eine Bundestagsrede geschrieben, die einmal von einem konservativen Politiker, exakt dieselbe Rede von einem linken, fortschrittlichen Politiker gehalten wird. Die haben einen anderen Habitus, die sehen ein bisschen anders aus, die beiden Herren, die ihr beide spielt, aber es ist wortwörtlich die gleiche Rede. Und es ist sind Lehrformeln, Sätze, die einfach sich verselbstständigen und kein Verb hinten haben und dadurch letztlich auch keinen Sinn machen und zu reinen Lehrformeln verkommen. Und dazu kommt noch etwas, was jetzt nicht unbedingt vom Deutschen vorgegeben ist, aber wozu wir sehr stark neigen, und das ist Nominalstil. Also das Einverständnis unter der Voraussetzung. Dabei fällt mir noch ein, nochmal zu Thomas Mann zurück. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Loriot mal betont hat, er sei der Einzige, einer der wenigen, die Thomas Manns Tagebücher von A bis Z gelesen hätten. Er sagte, er sei wahrscheinlich der Einzige, genau, der von A bis Z gelesen hat. Das ist ja ein sehr umfangreiches Werk, diese Tagebücher. Das sind ja, weiß nicht wie viele, 4 oder 6 so dicke Bände. Und das hat ihm einfach eine große, große Freude gemacht, sich in das Leben dieses Mannes zu begeben. Also er war eben ja auch kein, sagen wir mal, kein Comedian in dem Sinne, dass er jetzt sich irgendwie nur mit Comedy und er war ein ganz schlechter Witzeerzähler. Hm. Er fand auch Sketche nicht komisch, die gespielte Witze waren. Es gibt ja sehr viel Sketche, die dann mit so einer Pointe enden oder mit so einem Schnitt in die Totale, wo man dann plötzlich sieht, aha, aha, die sitzen ja gar nicht im Flugzeug, die sitzen am Strand und dann ist das der große Lacher, weil sie über irgendwas mit Abstürzen geredet haben oder so, whatever. Er war einfach jemand, der sich auch mit der sogenannten E-Kultur sehr intensiv beschäftigt hat. Und daraus ist natürlich auch eine andere Form von Komik entstanden, als so diese schenkelklopfende Krachlederne, die aber nicht weniger populär ist. Denn seine Bücher vor allen Dingen und auch seine Fernsehgeschichten sind ja bis heute ungebrochen populär. Zum Beispiel jedes Jahr läuft Weihnachten bei Hoppenstedt. Das ist ja
eine Kurzfassung der sechsten Sendung, die wir in Bremen gemacht haben. Das ist ein richtiger Klassiker inzwischen. Aber Weihnachten ist eben auch ein traditionelles Fest, was in Deutschland besonders traditionell gefeiert wird. Ich weiß auch noch, als wir in der linken studentischen Wohngemeinschaft in frühen 70er Jahren in Berlin wohnten, da haben wir natürlich auch einen Weihnachtsbaum gehabt. Also diese Tradition wurde aufrechterhalten. Da wurde auch eine Gans gebraten in der WG. Ich weiß jetzt nicht, ob ich bei Thomas Mann weitermache oder bei den Hoppenstedts. Ich gehe nochmal kurz zu Thomas Mann zurück und dann gehe ich wieder zu den Hoppenstedts. Auch ein komischer Name übrigens, Hoppenstedt. Genau, wissen Sie zufällig, wie der zustande kam oder ist also damit einfach? Irgendjemand hat herausgefunden, dass es einen Turner Hoppenstedt gibt bei Wilhelm Busch. Ob das die Anregung war, weiß ich nicht. Er hat das jedenfalls damals nicht so deklariert, Loriot. Aber da er sich auch bei Wilhelm Busch sehr gut auskannte und den natürlich schon als Jugendlicher wahrscheinlich rauf und runter gelesen hat, könnte das durchaus sein, dass das. Aber da sind ja auch komische Namen, der Lehrer Lempel und. Ja, aber da sind es auch wieder die sprechenden Namen, ne? Weil ja, Lempel, der mit dem Licht, ja. Und ein Turner namens Hoppenstedt wäre ja natürlich auch ein sprechender Name. Ja, hopp, hopp. Ja. Genau, aber bei Loriot ja gerade nicht. Das ist ja einer, der nicht so durch die Gegend hoppt, sondern der eher steif ist. Ne? Ja, ja. Da hätten wir genau wieder das. Aber was mich interessiert ist, fand er Loriots Tagebücher? Also Sie haben gesagt, Thomas Mann hat ihn an sich fasziniert, er hat sich gerne in sein Leben ist gerne rein versunken. Aber fand er denn auch komisch, das Tagebuch zum Teil? Ich glaube, das fand er einfach wahnsinnig spannend. Das ist so, ja, wie man manchmal einen gelungenen Dokumentarfilm mit sehr viel mehr Aufmerksamkeit und Spannung sieht als einen Spielfilm, bei dem man ohnehin schon ahnt, worauf das Ganze hinausläuft. Also es ist ja, gibt ja so ein großes, also viele Leute sagen, Spielfilme interessieren mich gar nicht mehr so sehr, ich gucke mir nur noch Dokumentarfilme an. Mhm. Da ist man in der Realität, da weiß man, das ist nicht irgendwie alles im Computer generiert und gemacht und inszeniert und ausgedacht, sondern das ist das wirkliche Leben. Und ich glaube, das hat ihn sehr fasziniert, weil es ja auch ein sehr, sehr bewegtes Leben war, das Thomas Mann geführt hat. Und ich glaube auch, weil Thomas Mann quasi als das gute Gewissen des deutschen Geistes oder des deutschen Intellekts aus einer konservativen Ecke kommend sich dann durch die Auseinandersetzung mit der Nazizeit und durch die Emigration wirklich so ein Leuchtturm des guten Gewissens der Deutschen wurde. Ich glaube, das hat ihn auch sehr bewegt, weil er die Chance dazu ja nicht hatte. Er ist halt ja viel später geboren als Thomas Mann und musste als Soldat in den Krieg ziehen zwischen seinem 18. und 21. Lebensjahr. Und für ihn stellte sich die Frage gar nicht, ob er hätte emigrieren können oder nicht. Hm. Danach war sie dann ohnehin obsolet, weil es dann die Bundesrepublik und die Demokratie hier gab. Und da hat er sich ja dann auch mit dieser Demokratie der Deutschen sehr intensiv auseinandergesetzt, auch in seinen Sketchen. Aber er schätzte ihn auch als einen der wenigen Klassiker, die komisch waren. Also nicht nur, ja, aber die ja, auch auf Komik, ja, und Ironie, ja, gesetzt haben. Und zwar nicht nur im Schelmenroman Felix Krull, sondern eben auch in den Buddenbrocks, die eben auch. Oder im Zauberberg. Oder auch im Zauberberg, die eben wahnsinnig viel komische Momente haben. Und natürlich meine. Sogar in Dr. Faustus. Ja, stimmt, ja. Aber er schätzte natürlich einfach auch das ungeheure schriftstellerische Können bei Thomas Mann. Aber ich frage deshalb konkret, weil mir ist eingefallen, als ich das gelesen habe, es gibt tatsächlich einen Twitter-Account, der heißt Thomas Mann Daily, und da wird jeden Tag ein kurzer Eintrag von Thomas Mann getweetet. Und vor ein paar Tagen gab es zum Beispiel einen Eintrag: Unwohlsein infolge des Genusses von frischem Schwarzbrot. Ja. Und das kann ich eigentlich eher mit der Stimme von Loriot hören als mit der von Thomas Mann. Bin mir aber nicht sicher, ob Thomas Mann das selber
auch ironisch komisch gemeint hat, sich selber amüsiert hat darüber oder einfach dann doch in diesem Stil drin war, weil Nominalstil halt kürzer ist. Naja, es ist doch eigentlich schon wahnsinnig komisch, wenn jemand sagt, ich verspüre ein leichtes Unwohlsein, anstatt zu sagen, mir geht es heute nicht so gut. Das ist dieses korrekte, überkorrekte, komplizierte in der Sprache. Und das hat ja Thomas Mann auch so Spaß gemacht, so zu schreiben. Und natürlich hat das Loriot auch beeinflusst. Aber dieser Twitter-Account, das sind dann Einträge aus den Tagebüchern von Thomas Mann. Aus den Tagebüchern, ja. Ist ja toll. Also, aber das hat ihn natürlich auch amüsiert, sowas. Klar. Ja. Eben dann ein bisschen ungefilterter war, nicht so literarisch ausformuliert, sondern ein bisschen direkter. Da kam er auch noch an die Figur von Thomas Mann dichter ran. Der hat ja dann sogar einmal in einer Verfilmung des Felix Krull durch seinen Freund Bernhard Sinkel, hat er ja sogar Thomas Mann gespielt. Da kommt Thomas Mann einmal die Treppe runter. Das ist so ein kleines Insiders-Zitat in dem Film. Das hat ihm natürlich großen Spaß gemacht. Was mich interessiert ist, einerseits parodieren beide, Thomas Mann und Viggo von Bülow, diesen überkandidelten Stil. Andererseits kultivieren sie ihn auch in eigenen Äußerungen, Interviews, Reden, bis zu einem gewissen Grad. War das auch so im Gespräch mit Ihnen? Hat er da auch immer so fast druckreif gesprochen? Oder gab es auch mal so Phasen, wo er dann so berlinert hat oder was auch immer? Bei Loriot muss man sagen, gab es zwei Persönlichkeiten. Es gab eine öffentliche Person, die Loriot hieß, die in Interviews und Auftritten in Talkshows und ich weiß nicht was, oder in öffentlichen Reden zum Vorschein kam und sich präsentierte. Die war immer komisch, immer überformuliert, wenn man so will. Und hinter der versteckte sich der Mensch Viggo von Bülow. Und er war ganz anders. Der sagte dann natürlich manchmal, also sagen wir mal, er hätte jetzt irgendwie frisches Schwarzbrot gegessen, dann hätte er wahrscheinlich gesagt, ich empfinde ein leichtes Unwohlsein. Das hat er aber dann schon wieder ironisch gemeint. Das war quasi schon in Anführungsstrichen gesprochen. Und ansonsten hat er ganz normal gesprochen, so wie wir jetzt miteinander sprechen. Nur das hat er ungern in der Öffentlichkeit getan, weil er wusste, dass die Öffentlichkeit von ihm immer was Komisches erwartet. Es musste immer lustig sein. Und da rang er dann immer natürlich nach besonders komischen Formulierungen. Das kann man ja alleine schon dadurch machen, dass man die Sprache auf so eine gewisse Stufe hebt, wo es automatisch ironisiert wird durch die Verkomplizierung der Formulierungen. Mhm. Dann lachen die Leute schon. Mhm. Ja, also auch wenn es um technische Dinge geht, wenn man jetzt, ich weiß nicht was, sagt, wir müssen hier eine Dingsda-2-Verbindung herstellen, damit unsere Aufzeichnung auch rechtzeitig und blalalalalala, wird es schon komisch. Aber dann muss man natürlich wieder recherchieren und dann muss man formulieren. Deswegen war er auch nicht so sehr ein Mann des spontanen Wortes, überhaupt nicht. Also er hat dann auch bei Interviews lieber vorher schon gewusst, worum es geht, weil dann konnte er sich schon so komische Formulierungen zurechtlegen. Aber er war auch ungeheuer amüsant. Er war wahnsinnig amüsant, weil ihm natürlich auch im Gespräch immer kleine Absurditäten auffielen. Es gibt aber, glaube ich, doch noch irgendwie ein Gegenpol zu diesem Beobachtenden und Ironisierenden, was manchmal durchbricht, was weiß ich, wenn das Mainzel-Männchen plötzlich das Oberteil hebt und es ist ein Mainzel-Mädchen und barbusig. Ja. Und sie schreiben auch die
Die ersten Zeichnungen des Cartoonisten Loriot kamen noch ohne Worte aus. Aus seinem späteren zeichnerisch-humoristischen Hauptwerk ist der ironische Kommentar, die kultiviert komische Bildunterschrift, nicht wegzudenken. Sie ist die Brücke vom Irrsinn des Gezeichneten in die bürgerliche Welt der noch jungen Bundesrepublik. Der Irrsinn des Gezeichneten. Was naja, meinen Sie damit? Es ist so, es gibt zum Beispiel so eine Geschichte, wo es um Grundstückspreise geht. Und da schreibt er, was er sehr gerne macht, so Zahlenvergleiche, dass man sagt, also für ein Grundstück von 1000 Quadratmetern zahlt man, weiß nicht was, 20.000 Mark, aber man kann auch schon sehr günstig Grundstücke von einem Quadratmeter erwerben für 10 Mark. So, und dazu, das ist ja ganz kultiviert und rechnerisch korrekt aufgeschrieben. Die Seite ist klar. So, und dann kommt eine Zeichnung dazu, wie ein Mann auf einem 1 Meter großen, 1 Quadratmeter großen Grundstück in seinem Stresemann steht und einen kleinen Jägerzaun drumherum gemacht hat und vielleicht noch eine kleine Hecke und eine kleine Tür drin. Und dann ist natürlich diese Zeichnung komplett surrealistisch, weil kein Mensch kauft ein Grundstück, was nur 1 Quadratmeter groß ist, weil man damit schlichtweg nichts anfangen kann. Und das ist dann, der Witz ist dann die scheinbare Seriosität der Bildunterschrift und die völlig groteske Zeichnung, die für sich genommen auch schon lustig ist, aber noch viel lustiger wird, wenn sie die Seriosität einer Immobilienanzeige in der Zeitung bekommt, Grundstück zu verkaufen, 1 Quadratmeter für 10 D-Mark damals noch. Ja. So, und dann da entsteht dann plötzlich eine Reibung und so eine Brücke zwischen dieser Scheinseriosität solcher Anzeigen, die ja, wenn man manchmal sich darauf einlässt, tatsächlich nicht sehr seriös sind, wie wir ja alle wissen. Aber die Formulierung ist seriös. Er macht ja auch so Vergleiche, zum Beispiel als das Deutsche Theater in München wieder eröffnet wurde, verglich er das, die Kosten mit den Kosten, also dass man für dasselbe Geld auch ein Düsenjet für die ein Starfighter war das, glaube ich, damals noch, für die Bundeswehr hätte kaufen können. Das ist ungefähr sich im gleichen Kostenrahmen bewegt. Solche Sachen hat er immer sehr gerne gemacht. Und das sind ja alles seriöse Ansätze von völlig absurden Situationen. Das ist etwas, was ihm lag. So ja. Zum Beispiel auch, weil es gibt diese Steuergeschichte, wo er sagt, dass ein 50-jähriger Steuerzahler so und so viel zahlt und sagt, das Gleiche gilt für einen, also wenn der 3 Kinder hat, das Gleiche gilt für einen 120-jährigen Steuerzahler mit 67 Kindern oder einen gleiche Summe ergibt sich auch für einen 1-jährigen Steuerzahler mit 87 Kindern oder sowas. Also dieses Durcheinanderschütteln ist ja etwas, was immer wieder bei ihm auftaucht. Ja, ja, ne? Erwin Lottemann ist das bekannteste. Ja, ja. Aber auch ansonsten, das ist ja auch etwas, was einem passieren kann, was einem ja mal unterlaufen kann. Und das ist so eine spontane Komik, die er dann aber sozusagen systematisch ins Extrem treibt. Ja, aber wir werden doch auch ständig im täglichen Leben mit absurden Zahlen bombardiert. Es gibt jetzt eben ein 100 Milliarden Soforthilfepaket. So, keiner von uns kann sich vorstellen, wie viel 100 Milliarden sind. Es wird aber einfach mal so in den Raum gestellt. Und dann kommen eben, wenn man das jetzt weiterverfolgt und sagt, 2% des Bruttosozialproduktes muss in die NATO gesteckt werden. Dass, wenn man das jetzt alles mal durchrechnet, kommt man plötzlich dazu, dass man sagt, dafür könnten wir aber zum Beispiel 27 Milliarden Bleistifte kaufen und an die Kinder verteilen. Und dann sind wir wieder bei seinem Spielfilm, bei Herrn Lohse. Mein Name ist Lohse, ich kaufe hier ein, der in das Lebensmittelgeschäft geht und einfach Paletten von Senfgläsern kauft, die er in seinem Leben nicht aufessen kann oder auch für die Firma schon vorher Druckerpapier, ganze Zimmer voll Druckerpapier gekauft hat. Da treibt er einfach an sich seriöse politökonomische Berechnungen, treibt er einfach in einen solchen Irrsinn, der dann natürlich, wenn er sich bildlich darstellt, wahnsinnig komisch aussieht, wenn dann plötzlich bei Herrn Lohse zu Hause eine ganze Europalette mit Senfgläsern angeliefert wird, weil die da nämlich 10% billiger waren. Ja. Da sind wir dann
auch wieder bei diesem Grundmuster, und das ist glaube ich, wirklich sehr wichtig von Loriot, dieses Entdecken des Absurden im Alltag, genaue Beobachtungen, dann muss man es eigentlich nur übertreiben, vielleicht sogar nur sichtbar machen. Aber auf der anderen Seite scheint mir, dass es auch irgendwie so eine kindliche Freude an Sachen, an was Anarchischen gibt, an was an purem Slapstick und an, also klar, also nehmen wir die Sache mit dem mit der Flughafenkontrolle. Da kann man sich ja wirklich fragen, was passiert, wenn da jemand kitzlig ist, oder vielleicht ist er auch selber kitzlig. Aber die Art, wie das dann weitergezogen wird, es ist ja schon so ein komischer Professor irgendwie, der da auch so einen Spaß hat, wir machen ja ein Spiel und ich kitzle jetzt mal zurück und jetzt mal verfolgen wir uns mal. Ein Flötist übrigens, ein Flötist ist das. Ein Flötist, der dann auch später in dem Konzertsaal auftritt. Wo die alle wechseln. Naja, klar, also das ist natürlich auch toll. Er sieht einfach so eine Situation, dieses Abtasten, und fragt sich, was passiert, wenn so jemand kitzlig ist. Und dann treibt überhaupt, er. Hat er Freude an Slapstick, auch als Zuschauer? Ja, an gut gemachtem Slapstick. Also er war ein großer Freund von Buster Keaton, der ist ja nun super Slapstick, auch sehr körperliche Komik. Mhm. Er verehrte W.C. Fields, der ja, bevor er Filmschauspieler wurde, Jongleur war und deswegen auch so ungeheuer raffiniert mit der machte so Sachen mit einem Gehstock, wo dann plötzlich sein Hut drauf landete und spielte ungeheuer raffiniert mit Requisiten. Da hatte er einen großen Spaß dran. Oh ja. Und auch bei Jerry Lewis gibt es eine Szene, wo er irgendwie so eine Art Putzmann oder Hausmeister ist und eine kostbare Vase von einem Kaminsims runterwischt und die dann mit einer Eleganz auffängt. Das ist ganz toll. Daran hatte er großen Spaß. Wahrscheinlich auch, weil es nicht ganz so sein Ding war. Er konnte das nicht so, aber daran hat er große Freude gehabt. Er konnte das nicht so, aber es kommt doch dann immer mal wieder bei ihm. Ja, aber er war jetzt nicht jemand, der irgendwie wie Buster Keaton hinfallen konnte oder so. Das ist ja artistisch zum Teil gewesen, was die gemacht haben in der Stummfilmzeit. Also das Hinfallen mit der Bananenschale haben wir auch beschrieben, das wurde über einen Schnitt gelöst. Das war ein Schnitt, an dem wir lange gesessen haben. Und dann war die erste Lösung genau die richtige. Da haben wir wirklich jedes Bild einzeln nochmal ausprobiert. Ja. Nee, weil das sowas machte er nicht. Na, er war ja da auch schon, Mitte 50 zu dem Zeitpunkt. Also war jetzt nicht mehr so ein ganz junger Hüpfer. Auf der anderen Seite beschreiben Sie, wie er, als er nach der Wende nach Berlin gezogen ist, nochmal so einen zweiten Frühling hatte und dann auf der Straße als alter Mann dann plötzlich mal so ein paar Tanzschritte hinlegt. Ja, das stimmt. Er liebte es, alte Männer zu parodieren. Ich glaube, das hatte er schon von seinem Vater, der das wohl auch ganz toll konnte. Und er hatte dann schon einen Stock, mit dem er ging. Und dann schimpfte er immer so, wenn Autos schnell vorbeifuhren, tat er so, als ob er. Und dann machte er aber auch so ein paar elegante Tanzschritte. Na, es war alles nicht so eindeutig bei ihm. Er war sehr vielfältig unterwegs. Und er konnte einen dann auch gelegentlich überraschen. In dieser Slapstick-Szene da, in dem Filmkritik-Sketch, da ist es ja so, dass ein marxistischer Filmkritiker antritt gegen einen, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, existenzialistischen, einen bürgerlichen. Ist einfach eine Szene, wo Buster Keaton in einer Mülltonne sitzt, sich erhebt aus der Mülltonne, hat den Deckel auf dem Kopf und kippt dann um. Die Mülltonne ist auf Rädern. Genau, okay. Deswegen kann die umkippen. Ja. Genau. Und für den Marxisten ist das so der Inbegriff des ausgebeuteten Proletariats, und für den Bürgerlichen ist das eben die Tragik des modernen Menschen oder was auch immer. Aber beide sehen eine Botschaft drin. Und Sie haben geschrieben,
was Loriot an Buster Keaton mochte, ist im Gegensatz zu Chaplin, dass er keine Botschaft hatte. Ja, klar. Also er macht sich lustig darüber, dieser Sketch macht sich lustig darüber, über das Hineingeheimnissen in so einen simplen Slapstick, der einfach lustig ist. Dieser Mann hatte sich, ich habe den ganzen Film gar nicht mehr in Erinnerung, dieser Mann hatte sich vermutlich versteckt in dieser Mülltonne, wollte gucken, wo bleiben die Polizisten, die mich suchen, und ups, gerät das aus dem Gleichgewicht und diese Mülltonne fällt um und er purzelt raus. Und es gibt ja noch eine dritte Figur, nämlich außer diesen beiden Filmkritikern, nämlich den Moderator. Und der ist völlig durcheinander und sagt mir, ich habe mal einen Film mit Mickey Mouse gesehen, da kam auch immer irgendwer irgendwo raus und so und gerät so in vollkommen absurde Gedankenregionen. Aber ich glaube, das, was er da parodieren wollte, war die Neigung von Kritikern, möglicherweise auch Wissenschaftlern. Habe ich ja gesagt am Anfang. Ne? Dinge hinein zu interpretieren in einen einfachen Einfall, wo man sagt, das ist lustig. Ich finde das komisch. Ich kann es gar nicht begründen. Ich will damit auch nicht die Welt aus den Angeln heben. Aber ich schaffe es, wenn es gut ist, dann eben doch, dass die Zuschauer danach das Gefühl haben, ach, guck mal, Mensch, manche Dinge können doch ganz schnell auch in einer seltsamen Katastrophe enden. Und das ist das Subversive, was immer dabei ist bei der Komik und auch bei ihm. Oft interpretiert wird ja die Zimmerverwüstung, bei der sie auch mitgemacht haben. Ne? Das, was ja ein logistischer Großaufwand war, könnte man, glaube ich, nur wirklich einmal machen. Aber da fällt es schon wirklich schwer, das nicht dann doch in ähnlicher Weise zu interpretieren, dass es da nicht nur um rein Klamauk geht, sondern um ja, dieses vielleicht Grundthema von Loriot, dass wir so eine gewisse Zwanghaftigkeit haben, der wir nicht gewachsen sind, weil die Welt sich uns nicht fügen will. Also das ist das eine, aber ich glaube, dass, also für mich ist die Zimmerverwüstung wirklich ein ganz zentraler Sketch, weil für Loriot spielte der Begriff des Tragischen eine ganz große Rolle. Und das Tragische im Gegensatz zum Traurigen, also wenn irgendwas Schreckliches passiert, ein Flugzeug stürzt ab oder sowas, das wird ja immer als tragischer Unfall in den Nachrichten bezeichnet. Das ist aber eigentlich im klassischen Sinne was Trauriges, was extrem Trauriges und Schreckliches. Aber zum Tragischen gehört ja immer die Paarung von unschuldig und schuldig. In der klassischen Tragödie ist tragisch nur eine tragische Figur, nur jemand, der unschuldig schuldig ist. Und genau dieser Mann in der Zimmerverwüstung ist unschuldig schuldig. Der will etwas Gutes und macht alles kaputt. Der will etwas verbessern. Der sieht nämlich nur, dass ein Bild schief hängt und will das Bild gerade richten. Also unschuldig, das Gute wollend und löst damit eine Kette von Katastrophen aus. Und insofern hat das wirklich auch diesen Charakter noch. Das ist wirklich eigentlich eine tragische Situation. Also wenn der Sketch damit enden würde, dass zum Schluss dem, was ja beinahe sogar passiert ist bei den Dreharbeiten, es ist ja so ein schwerer Kerzenständer, haarscharf an seinem Kopf vorbeigeflogen, wenn am Ende der Geschichte das Ganze zusammenbricht und dieser Mann ist tot, dann ist es eine tragische Situation, weil er was Gutes wollte. Und dann ist es auch überhaupt nicht mehr komisch und dann würde es auch nicht mehr in eine komische Sketch-Sendung reinpassen. Nur dadurch, dass zum Schluss in dieses totale Chaos das Dienstmädchen reinkommt und sagt, die Herrschaften kommen gleich, das ist ja so ein hochherrschaftlicher Haushalt, und er einfach nur sagt, komplett derangiert, sagt, das Bild hängt schief. Dadurch ist es natürlich komisch, weil eben alte Geschichte, wenn jemand auf einer Bananenschale ausrutscht und liegen bleibt, ist es tragisch eben eigentlich auch nicht, aber traurig, aber wenn er wieder aufsteht, ist es komisch. Mit Slapstick hängt noch ein anderer Begriff zusammen, der oft bei Loriot auftaucht, manchmal auch in ihrem Buch, nämlich Timing. Haben Sie auch oft daran gearbeitet, das richtige Timing
hinzukriegen mit Ihnen? Also Timing ergibt sich zum Teil aus der Art und Weise, wie die Texte geschrieben sind. Die sind sehr rhythmisch geschrieben, sind sehr verkürzt geschrieben. Also ein komischer Dialog, der zu ausufernd ist, ist in der Regel nicht komisch. Es müssen eigentlich immer Verkürzungen sein. Und diese Verkürzungen, die haben dann schon ihren eigenen Rhythmus, aber in den Sketchen kommt natürlich noch ein anderes rhythmisches Element dazu, das ist der Schnitt. Und da war es ihm wichtig, nicht irgendwie schick oder elegant zu schneiden, so in der Bewegung den Schnitt so vermogeln, sondern die Schnitte waren oft in Sprachpausen gesetzt, um ein zusätzliches rhythmisches Element zu liefern. Und das ist etwas, was dann tatsächlich bis auf Zehntelsekunden genau getimt wurde, bis das alles haarklein saß. Ist ja überhaupt bei Komödie ein Riesenthema, das Timing. Wenn das Timing nicht stimmt, funktioniert es nicht. Was ist das eigentlich? Also Sie haben den Begriff des Rhythmus genannt. Also das klingt dann sozusagen nach einer inneren Logik. Aber Timing hat ja auch was zu tun eigentlich mit Zuschauerreaktionen. Und für jemanden auf der Bühne hat Timing damit zu tun, dass man in den richtigen Rhythmus mit dem Publikum kommt, dass man auch nicht zu schnell ist, dass die denn ihre Gags verarbeiten können und so. Das fällt ja weg bei den meisten Audio-Produktionen. Naja, das ist ein Problem mit dem Timing bei Film. Ich weiß, dass in den Drehbüchern von Heinz Erhardt hat er immer reingeschrieben, in Klammern Lachpause. Das heißt, schon beim Inszenieren der Filme wurde darauf gesetzt, dass gelacht werden konnte. In Some Like It Hot, das hat Billy Wilder mal geschrieben, da gibt es die Szene, wo Jack Lemmon immer einen Satz sagt und danach mit seinen komischen Tango-Rasseln drei Bewegungen macht. Und dann hat Billy Wilder gesagt, in den Bewegungen können die Leute lachen und dadurch geht der nächste Satz nicht verloren. Das ist so geplant bei Loriot nicht gewesen. Also es gab keine Lachpausen, die wir reingeschnitten haben. Es gab ja auch kein Gelächter, was vom Band kam oder was von... Darüber macht er sich ja lustig in der Sahnetorte. Macht er auch. Das war überhaupt nicht seins, also dass das irgendwie so vor Publikum auch dann vorgeführt wurde, die dann vielleicht sogar live gelacht haben. Nein, es musste einfach einem inneren, wenn man so will, auch musikalischen Rhythmus folgen. Das hat auch viel mit Musikalität zu tun. So, hat das Timing vielleicht auch was mit der Psychologie der Figur zu tun? Ich frage deshalb, weil Sie in Ihrem Buch ein Kapitel haben, Professor Loriot, wo es darum geht, dass Loriot schon in fortgeschrittenen Jahren einen Kurs gemacht hat, oder eigentlich zwei, für Studierende der Hochschule der Künste in Berlin, also für Schauspielstudenten. Und da ging es unter anderem um den Double Take. Das ist ja, dass die Figur irgendwas sieht, was weiß ich, die Leiche im unterm Bett oder so etwas und zuerst nicht glaubt oder in der Truhe und den Deckel zumacht und dann kommt es im Nachhinein. Hat aber natürlich auch damit zu tun, dass, ne, also das ist irgendwie so, wie verarbeiten wir Schock, wann kapieren wir etwas? Wird aber nur komisch dadurch, dass die Zuschauer auch, dass die mehr wissen und die Reaktion als unangemessen empfinden. Also die Psychologie setzt sich in solchen Momenten immer in etwas Mechanisches um. Also laut Bergson ist ja auch die Komik dann da, wenn Menschen sich mechanisch verhalten, keiner roboterhaft werden. Und der Double Take ist ja so ein kleiner Blick dahin, dann guckt man wieder weg und dann guckt man nochmal hin, weil man plötzlich sagt, oh, da ist ja was. Wenn das dann ausgeweitet wird, wird es dann der sogenannte Slow Burn. Das gibt es wunderbar in Arsen und Spitzenhäubchen von Cary Grant, der auf einer Kiste sitzt, wo eine Leiche drin sitzt, sich wieder raufsetzt, eine ganze Weile wartet und dann erst ganz langsam merkt, oh, was ist da? Und dann ganz vorsichtig da reinguckt. Das sind dann tatsächlich handwerkliche Geschichten. Also
die Psychologie ist immer die Grundlage, aber das, was dann daraus entsteht, ist eine Mechanik, die wirklich auch wie ein Uhrwerk ablaufen muss. Und das ist das, wo viele Leute sagen, Komödie zu inszenieren oder zu spielen, ist so viel schwerer als ein Drama oder ein Krimi, weil wenn diese Zahnräder nicht wirklich ineinander greifen, dann bricht das Ganze auseinander und kein Mensch lacht mehr, sondern sagt entweder, es muss auch so sein, dass man nicht rauskommt als Zuschauer. Wenn man irgendwie eine Chance hat, der Szene zu entfliehen, ist sie nicht mehr komisch. Es muss immer was Zwingendes haben. Es muss das zwingende Unheil kommen. Deswegen sind auch diese Ehegespräche immer so wahnsinnig innervierend, weil die hören einfach nicht auf, nochmal zu fragen und nochmal Kontra zu geben. Und dass man sagt, ach, mein Gott, ja, warum kommen die nicht zueinander? Wenn die von Anfang an vernünftig miteinander reden würden, die Leute, wäre es überhaupt nicht komisch. Komisch ist nur das Scheitern von Kommunikation und nie funktionierende Kommunikation. Also unser Gespräch ist nicht komisch, weil wir miteinander kommunizieren. Wenn wir komplett aneinander vorbeireden würden und sich plötzlich rausstellen würde, ich habe mit Loriot gar nichts zu tun und rede nur einfach darüber, dann wäre es möglicherweise komisch. Sie würden bei Ihren Fragen bleiben, dann wären wir beim Lottogewinner. Aber nicht funktionierende Kommunikation, die ist komisch. Ja. Aber auch nicht per se, sondern wenn sie eben richtig dann dargeboten oder zum Beispiel auch getimt wird. Es muss natürlich immer gestaltet werden. Aber das gilt natürlich für jede Form von Kunst, ob es Drama ist oder ob es Malerei oder Musik ist. Es muss immer noch hergestellt werden. Ich meine, jeder kann auf dem Klavier Töne machen, aber das ist dann noch nicht unbedingt Musik. Und wie weit braucht man da ein Feedback? Ein Feedback ist immer gut. Also es war immer sehr wichtig, wenn wir Sachen fertig geschnitten hatten, die ersten, die dann da um unseren Schneidetisch rumstanden, das wurde alles geschnitten in dem Trickfilmstudio von ihm. Er hatte am Schneider sehr ein kleines Trickfilmstudio. Und da guckten die sich das an und das war ihm dann schon sehr wichtig, seinen Mitarbeitern das zu zeigen. Dann natürlich auch zu Hause, seine Frau, das war auch sehr wichtig. Die lachte dann nicht so sehr, weil die sagte, ach mein Gott, wie du wieder aussiehst. Ja. Die war auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Aber die lachte dann natürlich auch. Es war aber mehr so ein persönliches Feedback. Es wurden nicht irgendwie so Previews gemacht vor Publikum. Und sagte, so jetzt machen wir eine Preview und dann ändern wir vielleicht nochmal was, weil die Leute da und da nicht gelacht haben. Das fand nicht statt. Also letztlich, ob das Feedback richtig war im Schnitt und so weiter, das war dann doch sein Gefühl und vielleicht noch Ihr Gefühl. Ja, es war auch das Feedback, sagen wir mal, wenn er jetzt einen Text geschrieben hatte, für einen neuen Sketch, dann war das allererste Feedback war der Redakteur Jürgen Brest und ich. Und wir haben unser Feedback gegeben und daraufhin wurden dann durchaus auch Dinge, weil er uns auch sehr vertraut hat, wurden dann Dinge auch nochmal ein bisschen feingetunt oder ein bisschen geschliffen und noch ein bisschen ausgearbeitet. Also das fand schon statt. Er war jetzt nicht so ein monomanischer Künstler, der sagte, was ich mache, ist alles genial. Überhaupt nicht. Er hatte, wie ich glaube, alle großen Künstler auch permanent Zweifel, ob man es nicht vielleicht noch besser machen kann. Davon schreiben Sie auch, von diesen Zweifeln. Woran hatte er noch Zweifel? Na, er hatte, glaube ich, am Zustand der Welt grundsätzliche Zweifel. Die konnten Sie sicher auch nicht. Nein. Konnten Sie sich auch nicht beruhigen. Nein, obwohl er, also sagen wir mal, der Zustand seines eigenen Lebens dann irgendwie doch relativ komfortabel war. Er war ja sehr erfolgreich. Ich meine jetzt als Künstler konkret in der Arbeit mit ihm. Also ich glaube, er war ja eigentlich auch immer in gewisser Weise dilettant. Oder beziehungsweise als Cartoonist war, er hatte eine Kunstausbildung, aber ansonsten ist er ja immer wieder in neue Bereiche hinein, zum Teil durch Zufall, zum Teil, weil er da schon immer mal rein wollte, wie in die Oper.
Aber es war ja immer etwas, wo er sich erstmal bewähren musste. Er hat es ja Ja. nicht von der Pike auf gelernt, alles. Ich glaube, die wenigsten Zweifel hatte er, wenn er gezeichnet und gemalt hat. Er hat ja im Alter sehr schöne kleine, zum Teil altmeisterlich gemalte kleine Miniaturen hergestellt und auch so Paraphrasen der europäischen Kunst- und Malereigeschichte, also Bilder im Stil von Nachtschattengewächse Hockney oder oder genau, die Nacht, sogenannten Nachtschattengewächse, Hockney oder Braque oder Picasso oder Magritte Bilder gemalt. Da hat er dann sehr, sehr pingelig dran rumgemalt und nochmal verbessert und manchmal was kollagiert und so und nochmal was übermalt. Das war aber eher so ein Suche nach Perfektion. Ich glaube, da hatte er keine grundsätzlichen Zweifel. Bei den Sketchen war er, weil das ja natürlich auch für ein riesiges Publikum gemacht war, fragte er sich dann schon, ist das jetzt eigentlich komisch? Und dann fand er es aber dann eben im Endeffekt natürlich schon komisch, sonst wäre es ja nicht rausgegangen. Und da ließen die Zweifel dann auch nach. Das ist ja auch so, wenn der Erfolg sich dann auch so einstellt, wie er sich bei ihm eingestellt hat, ist es ja auch kein Wunder, dass man dann sagt, naja, okay, so schlecht kann es nicht gewesen sein. Sie haben ja übrigens über beides einen Film gemacht, über Loriot bei der Arbeit an den Nachtschattengewächsen und an der Arbeit mit den Studierenden. Ja, das eine da habe ich Material, da gibt es Material, wie er malt und zeichnet. Und das andere ist tatsächlich ein kleiner Dokumentarfilm geworden, wie er mit den Schauspielstudenten arbeitet. Die habe ich dann auch nochmal befragt, 2 Jahre später, wie das für sie war und habe das dann so ineinander geschnitten. Und das ist so eine kleine Dokumentation geworden. Und da ist er sehr authentisch, das ist ganz toll. Ich glaube, er war schon 85 und hat wahnsinnig konzentriert mehrere Stunden lang auf seinem Stuhl gesessen und an seinen Texten, es waren Texte von ihm, die dort von den Studentinnen und Studenten vorgetragen wurden und gespielt wurden und sehr konzentriert an denen gearbeitet und denen sehr genau gesagt, wie sie das betonen müssen und wie sie das zu spielen haben. Und hat dann zum Schluss noch einen langen Hamlet-Monolog aus dem Kopf zitiert. Da fiel denen also mal der Unterkiefer runter. Das fanden die ganz großartig, dass er das konnte. Und als er dann aufstand aus seinem Stuhl, taten ihm alle Knochen weh, weil er so lange stillgesessen hatte und weil er sein Leben lang Rückenprobleme hatte. Aber das war sehr faszinierend zu sehen, wie konzentriert er sich auf diese jungen Leute eingelassen hat. Ganz toll, sehr begeisternd. Ja, etwas, was er den Studierenden auch gesagt hat, er hat gearbeitet an Pauken und Trompeten. Das ist ja dieser... Geigen und Trompeten. Geigen und Trompeten, richtig, genau. Geigen, ja, stimmt. Geigen und Trompeten, also wo dieser Sketch, wo das Ehepaar nach dem Konzert heimkommt und sie stellt die Frage, können Geiger eigentlich immer nur Geigen und Trompeter nur Trompeten. Trompeter nur Trompeten, genau. Und dann gibt es irgendwann mal ins Absurde. Und er sagt den jungen Leuten aber, es geht hier aber nicht um einen Nonsensdialog, sondern es ist sehr realistisch, denn es geht darum, wer die Oberherrschaft über diesen im Gespräch, die ja. Diskurshoheit, oder ich weiß jetzt nicht genau, wie er es ausgedrückt hat. Also er sagte eben, er möchte nicht reden und sie möchte reden. Und genau, ja, okay. Das ist eigentlich der Grundkonflikt, von dem alles ausgeht. Ja. Und jetzt schaukelt sich das hoch und von Satz zu Satz gibt es eine immer, sozusagen, wird die Aggressionsschwelle ein bisschen erhöht
Und es geht um immer mehr. Und dabei wird der Text aber rein von der inhaltlichen Ebene her immer absurder, grotesker, blödsinniger. Er sagt auch, es geht gar nicht um die Frage, ob jetzt ein Trompeter auch in eine Geige blasen kann. Das ist nicht die Frage, sondern die wollen sich nur gegenseitig in eine Situation bringen, wo der andere endlich mal Ruhe gibt und aufhört, noch weiter dieses Gespräch zu führen, weil er will nicht mehr sprechen, sie will aber. Und sie will dann auch, dass er zugibt, dass sie das Recht hat, mit ihm zu sprechen. Das sind dann so feine, kleine, tatsächlich Kämpfe, wer hat die Macht im Moment über das Gespräch. Und das ist das, was er wunderbar analysiert hat in dieser Sitzung, in dieser Schauspielschulsitzung. Das ist etwas, was er sonst gar nicht so gemacht hat. Er hat sehr viel eigentlich intuitiv geschrieben und hat sich, glaube ich, nicht vorher den Plan gemacht, wie das ablaufen soll zwischen diesen beiden Leuten, sondern hat einfach nur nach Möglichkeiten des Missverständnisses gesucht. Das ist, glaube ich, das. Und dann natürlich eine möglichst absurde Situation. Das ist natürlich vollkommen absurd, dass es um die Frage geht, ob ein Trompeter eine Geige blasen kann. Natürlich kann ein Trompeter eine Geige blasen, aber warum sollte er das tun? Aber da das so ernst genommen wird, ist es natürlich dann wahnsinnig komisch. Das Gespräch ist ja bis zum gewissen Punkt glaubhaft. Also sogar, dass er sagt, theoretisch, meinetwegen kann ein Trompeter auch meine Geige blasen, und dann sagt sie, du, ich will, dass du mich ernst nimmst. Genau. Ja, bis zu diesem Punkt, dann denkt man, okay, er zieht das ins Lächerliche, was er sagt, und ihre ganze Fragerei. Und dann sagt sie aber, es ist aber nicht praktisch, ja, also praktisch und theoretisch. Und dann geht es in den Nonsens, genau. Aber darüber wird dann auch wieder was ganz anderes verhandelt. So ist es. Damit sind wir beim Thema Gender angekommen, was ich noch so angesprochen hatte, also etwas, was als Desiderat am Ende der Tagung genannt war. Und es ist ja tatsächlich so, dass er gesagt hat, diese Ehedialoge, das ist ein Gegenbeispiel für die ihm oft unterstellte Harmlosigkeit. Und ich glaube auch Kerkeling hat gesagt, ne, also wenn schon die Keimzelle der Gesellschaft, die Ehe, so dargestellt wird, dann ist das ein sehr subversiver Humor. Absolut. Aber was ist die Spitze eigentlich dieses Humors? Also man könnte jetzt auch ja feministisch fragen, sind diese Sketche patriarchalisch oder patriarchalskritisch? Also ich glaube, dass diese Sketche gleichermaßen frauen- wie männerfeindlich sind, um das erstmal vorwegzuschicken. Ja. Ich glaube, dass die Idee, sagen wir mal, des fluiden Übergangs der Geschlechter, also das, was heute eben als non-binär bezeichnet wird, dass das etwas gewesen wäre, wo er, glaube ich, nicht unbedingt sich sehr zu Hause gefühlt hätte. Es gibt ja eine Figur, das ist aber natürlich sozusagen auch noch mehr in der klassischen Konstellation eines homosexuellen Maskenbildners in einer der Geburtstagssendungen, der aber eher so ein bisschen was Tuntiges hat und also jetzt nicht wirklich in dieses Schema der Auflösung der Geschlechterrollen komplett reinpasst. Ich weiß nicht, wie er mit dieser Diskussion heute umgegangen wäre. Ich nehme an, er hätte sich dann so erfreut an Worten wie InnenarchitektInnen oder AußendienstmitarbeiterInnen, mit solchen absurden Wortkonstruktionen und diesem Glottisschlag, da hätte er mit Sicherheit irgendwie auch sich drüber lustig gemacht. Weil er hat sich ja immer über herrschende Phänomene lustig gemacht. Und wenn jetzt ein herrschendes oder beherrschendes Phänomen des öffentlichen Diskurses die Gender-Debatte ist, dann hätte er natürlich da wieder reingepiekst und gesagt, so, das ist jetzt das Herrschende. Und darüber müssen wir uns jetzt lustig machen. So wie er auch sagte, in der Demokratie hat das Volk die Macht, also müssen wir uns auch über das Volk lustig machen und über die Repräsentanten des Volkes, nämlich die Politiker, die Gewählten.
Wir müssen uns nicht mehr über irgendeinen Kaiser oder Führer oder ich weiß nicht was lustig machen, sondern es zielt auf die, die in der Demokratie das Volk repräsentieren. Also insofern, ja, aber er geht natürlich schon noch von einem sehr traditionellen, von sehr traditionellen Geschlechterrollen aus. Das ist bei ihm der Gegensatz. Mann und Frau, Ehemann und Ehefrau. Aber man könnte das jetzt, also ich glaube es, also wenn ich in einem ein Seminar darüber machen würde, dann würde ich zwei Studierendengruppen bilden und ihnen sagen, so die eine Gruppe muss argumentieren, warum diese Sketche feministisch sind und die anderen müssen argumentieren, warum sie antifeministisch sind. Mhm. Und ich glaube, für beides gäbe es Argumente, denn wenn man sich fragt, was steht dahinter, warum will die Frau reden und er will nicht reden, das kann natürlich eine grundsätzliche Situation sein, aber vielleicht fühlt sie sich ja generell nicht gesehen von ihm. Ja? Das ist ja bei Feierabend ganz ähnlich zum Beispiel. Ja, das sagt er sogar in dieser Analyse, sagt er, er will jetzt gar nicht reden, er kommt aus dem Konzert, er will vielleicht an seine Sekretärin denken, sagt er sogar. Das heißt, offensichtlich ist auch in dieser Ehe, sind da irgendwie auch noch andere Dinge im Spiel. Und das würde dann natürlich genau dazu gehören, dass sie sich nicht wahrgenommen fühlt, weil er möglicherweise ganz andere erotische Interessen hat als seine Gattin. So. Und ein anderer Punkt könnte sein, also er hat ja übrigens auch so als Beispiel gebracht für das klassische Missverständnis, wie Leute aneinander vorbeireden, dass der Mann heimkommt und fragt, wann gibt es Essen? Und sie sagt, mein Gott, ich kann auch nicht hexen. Mhm. Wo man auch sagt, ja, wo man jetzt auch sagen könnte, ja, das versteht sie falsch, warum muss sie da so empfindlich sein? Aber er sagt dann, in dem Interview wurde es erläutert, ja, aber sie bittet natürlich, dass als nächste Frage gleich kommt, warum erst so spät? Ja, also sie wittert eine Schuldzuweisung in der Frage. In der Frage, wann gibt es Essen, wittert sie eine Schuldzuweisung und deswegen geht sie in die Abwehr und sagt, ich kann nicht hexen. Und das sind natürlich genau die Verkürzungen, die dann in diesen Sketchen die Komik ausmachen. Dass es eben nicht ausdiskutiert wird, dass keine präzise Antwort kommt. Sie könnte ja auch sagen, in 10 Minuten. Und dann könnte er jetzt überlegen, ob er damit einverstanden ist oder ob er dann mit der konkreten Schuldzuweisung kommt, warum erst so spät. Und dann könnte sie wieder sagen, ja, weißt du, es war eben noch, hat mich deine Mutter noch angerufen, auch wieder eine Schuldzuweisung an ihn. Und die hat mich davon abgehalten, ich konnte nicht kochen. Ich musste sie erst beruhigen, weil du ihr nicht auf ihren Brief geantwortet hast. So. Aber das wäre nicht wirklich komisch. Es wäre zwar dieselbe Situation, da wäre sozusagen alles aufgedröselt, aber es ist eben nicht komisch, weil es nicht mehr in der Verkürzung ist, sondern weil es alles ausgesprochen wird. Aber das, was ihn interessierte, waren dann die Auslassungen der wirklichen Kommunikation und nur noch auf die Konfliktsätze kommen. Und dann kriegt es auch diese etwas absurde Komik. Könnte man dann weiter überlegen, sind das jetzt, also könnte man das Ganze lösen, indem man die beiden zur Paartherapie schickt, aber bitte mit einer besseren Therapeutin, als wir sie in dem einen Sketch erleben. Ja, aber klar. Die ihnen dann beibringt, Ich-Botschaften zu schicken und so weiter und Selbstoffenbarung zu machen und so. Oder ist das alles, passen Männer und Frauen eben doch nicht zusammen? Sie haben ja gesagt, binäre, also er hat ja dann doch schon so die Vorstellung, dass es ja nicht nur feste Rollen gibt, sondern doch vielleicht also, auch ein anderes Kommunikationsbedürfnis. Wie war das? Haben Sie über sowas gesprochen? Ja, ich glaube, dass das, was er darstellt, sozusagen diese kleinen Beziehungsdramen, dass die wirklich nicht nur was mit Männern und Frauen zu tun haben. Ich glaube, dass dieselben Konflikte in nicht-binären Beziehungen, also sei es in homosexuellen Beziehungen oder in Beziehungen, die sich irgendwie zwischen den Geschlechtern abfielen, dass in Beziehungen immer bestimmte Rollen eingenommen werden. Also wenn zwei Menschen sich zusammentun, tickt immer der eine ein bisschen anders als der andere Mensch. Und dadurch entstehen genau diese
diese Konfliktfelder. Und wenn man dann nicht offen miteinander redet, wenn man es nicht schafft, miteinander zu reden, dann kommt man in diese absurden, loriotischen Verknotungen rein. Und insofern kann man die durchaus auch auf andere Beziehungsstrukturen anwenden. Ich glaube nicht, dass das eine reine Frage von Mann und Frau ist. Sie haben, glaube ich, sogar mal geschrieben, dass jemand gesagt hat, dass in meiner WG ist das genauso wie bei Feierabend. Ach, das war diese Geschichte, wo bei Feierabend, wo der da immer nur, ich will hier nur sitzen, und sie sagt immer, machst du was und mach doch mal das und mach doch mal das. Und das habe ich in so einem Comedy-Kurs vorgeführt, und da hieß es eben, ja, in meiner WG, einer sagte, ich finde, das ist irgendwie total altmodisch, kommt mir vor wie bei meinen Großeltern. Und der andere sagte, nee, in meiner WG, da gibt es so ein Pärchen, da will er immer nur an seinem Computer sitzen und sie will immer raus und joggen und machen und tun. Und im Prinzip eine ganz ähnliche Struktur, dass eben unterschiedliche, was auch immer, Biorhythmen, Körperdynamiken, Bewegungswünsche bei zwei Leuten sind, die sich zusammengetan haben und ein Paar sind. Allerdings dann doch wieder in der gleichen Geschlechter. In dem Fall in der gleichen Geschlechterkonstellation. Aber es ist ja überhaupt nicht schwierig, sich sowas vorzustellen, dass das zwei Männer oder zwei Frauen sind oder whatever. Das funktioniert, glaube ich, in ganz vielen verschiedenen Konstellationen. Aber das Traditionelle, und das spielte bei Loriot natürlich eine Rolle, der ist ja nun auch eine andere Generation, das traditionelle Rollenbild sind dann natürlich bei ihm Mann und Frau. Also, dass Frau Hoppenstedt sich emanzipieren will mit dem Jodeldiplom, ist das dann schon irgendwie so eine konservative Kritik? Naja, nein, das ist bei ihm auch wieder das, dass er sagt, so, alle reden jetzt von Selbstverwirklichung. So, das war das große Thema damals. Und das war ein feministischer Ansatz und beherrschte den Diskurs. Und das, was den öffentlichen Diskurs beherrscht, da wittert er sofort Macht und nicht zu Unrecht. Und diese Macht wollte er brechen und auch ins Lächerliche ziehen. Da sagt er, okay, da kommt jetzt also jemand, kommt jetzt eben so eine Frau Hoppenstedt und sagt, ich will was Eigenes haben und mache mein Jodeldiplom, da habe ich was Eigenes. Und zieht es natürlich ins Lächerliche. Aber der Mann ist ja genauso lächerlich. Der sagt ja auch zu dem Reporter, meine Frau jodelt jetzt, dann hat sie was Eigenes. Ja. Also auch der ist so lächerlich. Und wenn dieses Ehepaar sich dann mit den anderen Leuten zum Essen trifft, dann geht es auch wieder darum, die andere Frau, die dann kommt das andere Ehepaar, sagt, ah, die jodelt. Und dann sagt sie, ja, meine Frau, also Roswitha reitet jetzt. Und daraufhin kommt dann der Satz, Reiter werden ja immer gebraucht. Ja. Heißt, es wird alles ins Lächerliche gezogen. Er bezieht da keine einseitige Position, dass er sagt, das ist unmöglich, dass die Frauen sich jetzt emanzipieren. Also da, das wäre auch, glaube ich, gar nicht durchgegangen damals. Das hätte er auch als abgeschmackt empfunden. Würde man heute, also genau das, was da passiert mit dem Interview, dass sie dann gar nicht erzählt, warum sie ihr Jodeldiplom macht, sondern ihr Mann unterbricht sie dauernd, das würde man ja heute als Mansplaining bezeichnen. Genau, richtig, ja. Also das heißt, da wird, auch wenn er es insgesamt vielleicht lächerlich fand, wie es zum Teil sich dargeboten hat, wird doch sehr genau dann doch gesehen, dass hier um Macht gekämpft wird, ja, dass der Mann sie zwar zur Jodelschule lässt, aber dann doch zumindest die Deutungshoheit haben will und auch als Mann, der seine Frau das machen lässt, wahrgenommen werden will. Das und der Mann lässt sich auch auf diesen herrschenden Diskurs ein. Und zwar ganz, ganz gegen sein Erscheinungsbild mit Hut und Aktenmappe und so, also ganz bürgerlich Finanzbeamter oder irgend sowas, lässt er sich aber auf diesen im Prinzip progressiven gesellschaftlichen Diskurs, vorherrschenden Diskurs ein. Und auch das ist natürlich wieder komisch, wenn dann so ein spießiger Beamter sagt, meine Frau jodelt, dann hat sie was Eigenes.
höchst lächerlich. Und es geht dann, glaube ich, letztlich mehr gegen ihn als gegen sie. Und sie wird ja dann etwas, das Ganze setzt sich ja dann fort bei der Weinprobe und diesem Besäufnis von den ganzen Vertretern, die da ankommen. Ja, alles lächerliche Figuren. Wo sie dann sagt, auch ich möchte ein nützliches Glied werden. Ein Glied. Der Gesellschaft, genau, ja. Und der Saugblaser Heinzelmann kommt und diese ganzen unanständigen Dinge kommen plötzlich zur Sprache und das ist dann, geht dann schon ziemlich weit, ja. Genau, also da sind wir wieder auch bei dem Loriot, der auch Lust hat, dann wirklich an ungezogenen Humor. Ja, klar, absolut. Also so diese Behauptung, der sei irgendwie ein Komiker ohne Unterleib, nein, das stimmt nicht. Und bei Weihnachten bei den Robbenstädts, da finde ich es ja so frappierend, dass wir dieses Ehepaar haben, das auch so zwanghaft Harmonie durchziehen will, sein Programm durchziehen will. Offenbar haben sie Geld gemacht und müssen ganz viele Geschenke kaufen. Und dann gibt es zwei, die das sabotieren. Das eine ist Dicky, die im Übrigen, wo es im Übrigen ja programmatisch unklar ist, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist. Ja. Und die Zicke-Zacke-Hühnerkacke und bäh. Und das andere ist Opa Hoppenstedt, der seine Marschmusik hört. Ja, transgenerationelles Chaos. Ja. Und aber also die in der Mitte werden sozusagen in die Zange genommen von den Alten und von den Jungen. Ja. Die sich nicht einlassen auf dieses Weihnachtsspiel, von dem Sie ja vorher auch gesprochen haben. Da wollte ich auch nochmal drauf zurückkommen, was ja eben sogar in der linken WG offenbar wichtig war, das Weihnachten. Ja, aber eben auch was ganz wichtig ist natürlich in diesem Gespräch, diese Planung. Also erst schmücken wir den Baum und dann machen wir es uns und dann packen wir die Geschenke aus und dann machen wir es uns gemütlich. Da sagt der andere, nein, erst machen wir es uns gemütlich und dann packen wir, also es wird noch die Frage diskutiert, wann man es sich gemütlich macht. Das ist natürlich absurd. Aber es ist, gemütlich ist ja dann wirklich eine Beschwörung. Und ich glaube auch deshalb ist dieses Hoppenstedt-Ding, also es ist eines der bekanntesten, es ist ein Klassiker, aber es ist wirklich, glaube ich, auch eines der subversivsten. Ja. Auch wenn das vielleicht nicht so ganz klar ist, ne, dieses wo sie immer sagt, ach, ist das gemütlich, um es nicht zuzulassen, dass es eigentlich nicht, dass hier eigentlich alles auseinanderbricht. Es ist überhaupt nicht gemütlich, es ist einfach schrecklich, was in dieser Familie abläuft. Aber das guckt man sich dann natürlich, wenn man sich selber dann Weihnachten gemütlich macht, zu Hause guckt man sich das wahnsinnig gerne im Fernsehen an und freut sich, delektiert sich an dem Unglück der anderen. Genau, wir machen das nämlich besser. Unsere Weihnachten sind wirklich gemütlich. Ja, genau, aber dann eine halbe Stunde später brennt der Baum auf. Ja. Genau. Aber das ist natürlich ein Grundvorwurf, den Loriot immer wieder gehört hat. Dieses, also er selber hat ja gesagt, er will eben keine Satire, die die Leute vor den Kopf stößt, sondern sie sollen erstmal gar nicht merken, dass sie da selber eigentlich karikiert werden. Und er hat auch immer darauf bestanden, dass die Leute und auch er, dass die über sich selbst lachen. Also bei ihm stand natürlich auch der traditionelle Weihnachtsbaum zu Hause. Er war weit davon entfernt. Also er hat auch vieles aus seiner eigenen, er kam ja aus einer adligen Familie, aber im Grunde genommen war das ein bürgerliches Setting. Auch in seiner Jugend und auch später, so wie er lebte. Also das spielte nicht irgendwie eine große Rolle bei ihm, dieses Adlige. Und aus diesem Erfahrungsschatz des bürgerlichen Familienlebens entwickelte er dann eben auch seine Figuren und seine Szenarien. Das war bei der Tagung auch so ein bisschen eine Tendenz, Loriot als Erzieher, Loriot, der es uns möglich macht, den Spiegel zu erkennen. Ja, genau. Zu erkennen, wie starr wir an gewissen Formen festhalten, die aber keinen Sinn haben und dass wir uns mal ein bisschen locker machen können. Ja. Und das ist auch so gesehen oder wahrscheinlich war es ihm egal, er hat es einfach gemacht. Nein, er wollte die Leute natürlich zum Lachen bringen, aber er wollte sie
Er wollte ihm natürlich schon den Spiegel vorhalten und er fand ja auch, er fand eigentlich das ganze Leben ziemlich grotesk, zumindest in weiten Teilen, war aber dann auch sehr ernsthaft, also auch in seinen sozialen Bemühungen mit seiner Stiftung, die er gegründet hat, die Leuten geholfen hat und so. Also er war ja überhaupt kein Zyniker. Er war eigentlich enttäuscht von der Tatsache, dass es nicht doch alles gut ist, sondern dass eben doch diese Welt an Dingen krankt und wäre doch irgendwie alles viel schöner, wenn es anders wäre, aber es ist halt nicht so. Und das hat er eingesehen und da war er jetzt kein weder ein Idealist noch ein enttäuschter Idealist, also ein Zyniker, sondern sagte irgendwie, guckte sich das an mit mild lächelndem Kopfschütteln. Er war am ehesten vielleicht ein Melancholiker, wie eigentlich alle großen Humoristen und Clowns immer eine melancholische Komponente haben. Und eben nicht eine zynische, wo er sich sagt, hahaha, ich mache jetzt mal alle fertig. Das war er eben. Er hatte auch. Wobei ich da zum Beispiel einen großen Unterschied sehe zu dem anderen deutschen Haushumoristen, nämlich Wilhelm Busch. Bei dem das doch schon sehr viel düsterer ist und sehr viel mehr Schadenfreude auch daran ist, dass Leute leiden. Ja. Naja, alleine Max und Moritz wie die Enten als Hühnerfutter, das ist schon, das geht schon sehr weit. Ich glaube, so weit. Naja, gut, es gibt bei Loriot auch, es gibt dieses Adventsgedicht, wo die Försterin den Förster umbringt und die Leiche zerlegt. Also auch, da gibt es auch Abgründe. Aber eigentlich geht es auch da nicht um diesen Mord im Forsthaus und das Zerlegen der Leiche, sondern es geht darum, und da sitzt wieder die Komik, es geht um die Verlogenheit dieser netten Adventsgedichte. Ja, echt ist. Und das Häslein und das Rehlein geht zur Nacht und es schneit und die Sterne funkeln. Da war ihm ganz wichtig, dieser Märchenonkelton im Vortrag. Nur dann, sagt er, ist es komisch. Nur dann, wenn es so lieblich, liebevoll vorgetragen wird, wird einem, eigentlich vergisst man, wenn man es so hört und die Sprache nicht so mächtig wäre, würde man sagen, das ist aber ein nettes, kitschiges Weihnachtsgedicht. Ja. Wenn man dann mal hinguckt, was da eigentlich genau passiert, ist es natürlich das absolute Grauen. Bei Stephen King. Und es wird ja auch vorgelesen von einer Figur, deren Gestik, Mimik ganz genau karikiert. So ein Opa im Ohrensessel mit so einem Buch liest, Zeichentrickfilm liest, wahnsinnig netter Großvaterstimme dieses Gedicht vor. Ja, so ein bisschen kurzsichtig, muss immer wieder reinschauen. Ja, ja. Genau. Ja. So, wir haben jetzt einiges abgearbeitet an Themen, die übrig geblieben waren von der Tagung. Wir haben was zu Komik überlegt. Wir haben auch das Thema Gender besprochen. DDR ist noch ein Thema, bei dem Sie mit ihm ein bisschen uneinig waren manchmal, haben Sie geschrieben. Wir haben unterschiedliche Erfahrungen gehabt. Er ist in Brandenburg geboren und hat dann als Kind in Berlin, in Charlottenburg, also dem späteren West-Berlin, gelebt, aber natürlich das komplette Berlin erlebt. Ich war als West-Berliner so ein bisschen traumatisiert durch die vielen Fahrten durch die DDR, von einer gewissen Willkür, der man ausgesetzt war durch diese Grenztruppen und Fopos und so. Und auch wenn man mal nach Ost-Berlin rüberfuhr, war das oft eben mit Mühsal, Ängsten und einem großen Gefühl der Unfreiheit verbunden. Das spielte für ihn nicht so eine große Rolle, weil er wurde dann irgendwann eingeladen, ein Buch drüben zu machen, und wurde auch eingeladen, eine Ausstellung zu machen im Dom von Brandenburg. Und das hat ihn zum Teil sehr bewegt, weil er einerseits
in diesem ja vielleicht sogar etwas in gewisser Weise altmodischeren Teil Deutschlands eben auch eine große Fangemeinde hatte, die all das, was er machte, wunderbar verstand und gutierte. Und es gab was ganz Seltsames. Er hing so daran, dass zum Beispiel in Dörfern oder in alten Häusern die Fensterkreuze hatten, wie das eben früher war. Und es gab halt irgendwann die Erfindung dieser Isolierfenster. Und da wurden in den ganzen schönen alten Bauernhäusern die strukturierten Fenster mit den vielen Fensterkreuzen, mit diesen tot aussehenden Isolierglasfenstern ersetzt. Und das passierte eben in Westdeutschland im großen Stil und es ärgerte ihn wahnsinnig. Und in der DDR war einfach schlichtweg nicht genug Geld da, um das zu machen. Und er fand das so toll, dass da überall noch die alten Fensterkreuze drin waren. Das waren so Dinge, die ihn berührt haben. Und also es hat ihn dann eigentlich die Begegnung mit der Bevölkerung, also er hat natürlich auch dann mit irgendwelchen Funktionären zu tun gehabt, aber das war ihm nicht wichtig. Ihm war wichtig, dass es da sein Publikum gab. Er hat auch dafür gesorgt, dass sein erster Spielfilm, der in Berlin Premiere hatte, erst in Ost-Berlin gezeigt wurde und dann in West-Berlin gezeigt wurde, wobei er da noch eine ziemlich freche Bemerkung gemacht hat, dass also das eigentlich ungeheuerlich sei, dass die Leute ins Kino gehen würden und nicht am Aufbau des Sozialismus arbeiten würden, die natürlich wahnsinnig gut ankam. Aber er hat sich da eher als ein Brückenbauer verstanden, denn als jemand, der da politisch irgendwie in eine Auseinandersetzung gegangen wäre. Sie haben ja auch in der DVD-Sammlung seinen Auftritt in Lesung im Palast der Republik mit Evelyn Hamann 1987. Konnte man das problemlos kriegen, auch von den Rechten her? Das lagerte im, glaube ich, Deutschen Rundfunkarchiv und die wiederum verwalten die alten Rechte des DDR-Fernsehfunks. Das DDR hatte das aufgezeichnet und ich weiß gar nicht, ob sie es auch damals gesendet haben. Ich gehe mal aber eigentlich davon aus. Und es war irrsinnig schwierig für Leute in Ost-Berlin dafür Tickets zu bekommen. Also es war natürlich wahnsinnig ausverkauft. Und ich weiß noch, dass er dann eine Geschichte erzählte, die eben doch auch da fiel ihm aber auch wirklich die Absurdität dieser Situation ein. Er traf sich mit der Intendantin dieses Theaters im Palast. Und die trafen sich im Grand Hotel, Friedrichstraße, Ecke Bärenstraße, was es ja noch gibt. Das war so ein internationales Hotel, in dem man eben nur mit Westgeld bezahlen konnte. Und sie saßen da irgendwie und tranken einen Kaffee und dann sagte diese Intendantin, sie müsse mal kurz verschwinden. Und wenn sie aber jetzt da auf die Toilette geht in den Kaffee, muss sie da mit Westgeld der Klofrau oder dem Klomann irgendwie das bezahlen, dass sie das darf, und bat ihn darum, ihr 50 Pfennig zu geben. Und das hat er natürlich als wahnsinnig peinliche Situation empfunden, dass diese Leute in ihrem eigenen Land, in einem Hotel, wenn sie aufs Klo gehen, eine Währung aus einem anderen Land, nämlich aus der bösen Bundesrepublik oder dem bösen West-Berlin brauchten. Das waren natürlich Dinge, die ihm sehr aufgefallen sind und die er auch als absurde Verrenkung deutsch-deutscher Politik gesehen hat. Ich war erstaunt, als ich das nochmal gesehen habe, dass es da auch doch so kleine Spitzen durchaus gibt. Also ich meine jetzt weniger, dass er da am Anfang mit dem Trabi. Also, Geigen und Trompeten, da kommen sie natürlich im Trabi nach Hause und führen ein Gespräch, soweit man das überhaupt führen kann im Trabi. Ja. Ich glaube, das hat noch niemanden gestört von den Oberen. Aber es gibt also, die haben ja selber in der DDR die ersten Trabis, die ja noch aus so wie bei uns gab es ja auch diese Leukoplastbomber, und die wurden ja auch drüben in der DDR als Rennpappe verspottet, weil die eben aus so einem komischen
Die Karosserie war irgendwie eigentlich fast aus Pappe oder aus irgendeinem komischen Material, jedenfalls nicht aus Metall. Und da war ja in der DDR durchaus der Humor da für diese Dinge. Es ist ja nicht so, dass es ein Land ohne Humor war. Im Gegenteil, es gab ja ungeheuer viele sehr subversive Witze über die Herrschenden. Aber so, solche Witze durfte man dann auch in der Öffentlichkeit machen oder sowas, hätte es dann auch in der Distel oder sowas gegeben, Bis zum gewissen Grad. Ich glaube, das war dann, das ist ja ne? immer so die Politik, dass man, solange es nicht wirklich wehtut oder solange es nicht wirklich ein Aufruf zum Widerstand war, war das erlaubt. Das beruhigte ja dann auch irgendwie die Menschen. Ja, aber was ich doch interessant fand, es gibt dann die Schnittbohnen. Das ist eine Bundestags Debatte eben Opposition gegen Regierung. Und da sagte dann hinterher, na, sowas kennen Sie ja nicht. Naja, klar, ich meine, er hatte ja auch da eine gewisse Narrenfreiheit. Er konnte da natürlich sagen, was er wollte. Man hätte ihn jetzt nicht irgendwie festgenommen. Aber es ist natürlich auch ein relativ sanfter Humor gewesen. Er ist ja nicht wirklich jetzt offiziell kritisch mit der DDR ans Gericht gegangen. Ja. Auf der Aber anderen er fand Seite es geht. natürlich toll dann danach, ach nee, wir waren ja noch zu DDR-Zeiten in Ostberlin, genau. Da hat er mir dann in Ostberlin so die Stätten seiner Jugend gezeigt. Und dann waren wir Zeugen des Wachwechsels der Volksarmee vor der Schinkelschen Wache. Und das hat ihn dann irgendwie sehr berührt, weil ihn das einfach an seine Jugend erinnert hat. Ja. Ja, und sie fanden es ganz furchtbar, ne? Ich fand es schrecklich, ich Ja. fand es furchtbar, ich fand den Stechschritt furchtbar und er sagt, Ja. naja, der Unterschied sei eigentlich nur, dass damals der Griff zum Gewehr besser gesessen hat. Ich fand es auch so unerträglich. Da marschierten die da im Stechschritt auf, dieses Wachbataillon. Und zum Schluss sangen sie alle Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Also irgendwie, ich fand es wahnsinnig bigott und war kein Freund von diesem Zeremoniell. Vielleicht war Loriot als Zeichner ja auch relativ kompatibel, weil da die Tradition ja auch konservativer war. Also das Mosaik, da gab es mal eine kurze Phase, wo die Sprechblasen hatten und das wurde dann offiziell verboten. Und das sollte dann wieder quasi eine traditionelle Bildergeschichte werden. Bei Loriot gibt es ja auch kaum Sprechblasen, ne? Ganz wenig. Es gab mal so eine Geschichte, das machte er auch. Da hat er dann so Fotos genommen und die irgendwie kollagiert mit Sprechblasen, wo er dann Politikern Sachen in den Mund gelegt hat. Aber in seinen eigenen Geschichten eher nicht. Nee, es gibt eigentlich immer nur die Bildunterschriften. Wie weit haben Sie jetzt zusammengearbeitet, auch um Musik auszuwählen? Wie wichtig war Ihnen das für Sketche? Also also zunächst mal zur Musik. Er hat mal irgendwann gesagt, dass eigentlich die Musik die Kunst ist, die ihn am meisten interessiert, mehr als die bildende Kunst und die Literatur, die ihn einfach am tiefsten berührt und hat es dann auch sehr, sehr bereut, dass er nie ein Instrument gelernt hatte. Und dann kam dann plötzlich jemand in sein Haus, der Klavier spielen konnte, der Partituren lesen konnte und der sich in der ganzen Musiktheorie eben auch leidlich auskannte. Das war ich, der ich so als Hobbymusiker irgendwie immer unterwegs war und das eben auch mal studieren wollte, es dann aber nicht gemacht habe. Und dann passierte eben was, als ich das erste Mal bei ihm im Haus war, würde man jetzt denken, da spricht man über Komik und zeigt sich irgendwelche komischen Filme gegenseitig oder so, oder erzählt sich Witze oder was. Nein, wir haben einfach ein langes Gespräch über die verschiedenen Aufführungen oder Aufnahmen, Schallplattenaufnahmen, CDs gab es ja noch nicht, Schallplattenaufnahmen von Bachs Matthäus-Passion geredet. 2 Stunden lang nur über die Matthäus-Passion. Und er hatte eben einen riesigen Plattenschrank in seinem Plattenregal in seinem kleinen Arbeitszimmer. Und ich hatte das auch und bei mir zu Hause. Und wir haben uns sehr, sehr viel über Musik verständigt. Als es dann um die Musiken für die Sketche ging, naja, dann war das so,
Die haben vorhin gesagt, als Diskjockey hat er sich dann betätigt. Dann saßen wir in seinem Arbeitszimmer und dann gab es so bestimmte Platten mit Musiken, die man dann auflegte und sich dann fragte, passt das dazu? Also bei so Sketchen wie dieser Bananenschale im Flughafen sollte das eben so eine Fahrstuhlmusik sein, die im Flughafen im Hintergrund laufen konnte und so ein bisschen amerikanisch-international sein sollte. Und das wurde dann ein Stück von Russ Conway. Das sind so Unterhaltungsorchester der 50er, 60er Jahre gewesen. Oder bei der Zimmerverwüstung war es ein Bolero von Mantovani. Das war ein italienisches Streichorchester, immer mit so ganz schönen, hohen Geigen. Der hat eben einen Bolero, der an Ravels Bolero angelehnt ist, komponiert. Und der passte wunderbar zu diesem Stück, weil er so eine innere Steigerung drin hat. Und so hat man dann sich immer Sachen angehört und ausprobiert und dann irgendwie auf eine Kassette überspielt und dann am Schneidetisch die Kassette zu dem Sketch gespielt. Und da haben wir dann einfach wir hatten das eigentlich immer zum Anlass genommen, erstmal andere Sachen zu hören. Er führte mir dann irgendwelche Tenöre vor, da haben wir erstmal 2 Stunden lang Platten gehört und gar nicht gearbeitet, sondern nur gemeinsam Musik gehört. Und das war ein großes Vergnügen, weil er hatte endlos viel Erfahrung auch mit Opern, er liebte Tenöre, Tenorstimmen und kannte sich da wahnsinnig gut aus und hatte auch eine tolle Sammlung von historischen Aufnahmen. Und das traf dann bei mir eben auf so ein zum Teil musikalisches Fachwissen und das ergänzte sich auf eine wunderbare Weise. Also wir waren da in einem ganz tollen Dialog miteinander. Also es geht sehr viel auch um ernste Musik, auch in Ihrem Buch. Ja. Aber Musik, die an sich komisch ist, hat die ihn auch interessiert oder eher an der Peripherie? Nicht so richtig. Es gibt ja so das Komische in der Musik, ist ja so, auch so ein Thema, so Till Eulenspiegels Lustige Streiche von Richard Strauss ist so ein Stück, wo eben so groteske Musik drin ist und wo diese komische Figur Till Eulenspiegel eben sehr illustrativ musikalisch beschrieben wird. Das war seins eigentlich nicht. Nee. Also, und er, was er auch mochte, war so elegante Unterhaltungsmusik, also so die alten Jackie Hilton Orchester oder Fred Astaire, also so die ganze Swing-Zeit, das mochte er sehr, das gefiel ihm sehr. Aber was eigentlich damals viel aktueller war, nämlich Rockmusik, Beatles, Stones und die Nachfolger, die dann in den 70er Jahren dran waren, da hatten die Beatles ja schon aufgehört wieder, das war nicht so wirklich seins. Das hörte er einfach nicht. Das spielte für ihn keine große Rolle. Aber ansonsten, also in der klassischen Musik, je erschütternder und je ernster, desto mehr kam es bei ihm an. Also Walküre, Tristan, die wirklichen Schwergewichte der ernsten Opernliteratur bis hin auch zu Puccini-Opern, Bohème, Tosca, das sind ja alles sehr ernste Stücke. Da gibt es auch nichts zu lachen drin. Das mochte er sehr. Das war dann auch so ein Gegengewicht. Er ließ sich gerne erschüttern. Also er kam dann auch wirklich mit feuchten Augen aus solchen Aufführungen raus und war einfach tief bewegt von der Tiefe, dem Ernst und der Größe dessen, was er da gerade erlebt hatte. Was ihn nicht davon abhielt, 5 Minuten später eine lustige Bemerkung zu machen. Das war immer bei ihm gleichzeitig vorhanden. Das Komische bis hin zum Albernen und die Tiefe, die er dann aber am ehesten tatsächlich in der Musik wiederfand. So, also wir wollen jetzt auch ernst enden, indem wir am Schluss Musik einspielen, die ihm besonders wichtig war und warum, das werden Sie uns erläutern. Ja, das war eines seiner Urerweckungserlebnisse, was Wagner anbelangt, war das Vorspiel von Tristan und Isolde. Da ist bei ihm irgendein Knopf aufgegangen. Und es ist interessant, weil Tristan und Isolde gilt ja
mit dem Tristan-Akkord ist ein Akkord, der in alle Richtungen aufgelöst werden kann, gilt als die Urzelle der modernen Musik, der modernen Klasse, sogenannten klassischen Musik. Und das spiele ich jetzt mal kurz an und sage dann was dazu. Das ist der Tristan-Akkord. Das steigert sich chromatisch und wird immer mehr und kann sich überall hin entwickeln. Und jetzt kommt sehr bald die Stelle, wo er sagte, an der Stelle ist es passiert. Da hat es ihn gepackt und seitdem nicht mehr losgelassen. Noch nicht, noch ist Steigerung, Steigerung. Das ist der Moment gewesen, wo bei ihm alle Dämme brachen. Und er sagte, seit dem Moment hat ihn Wagner nicht mehr losgelassen, das gehört hat als junger Mann. Hat er das auf einer Platte von seinem Vater gehört oder im Konzertsaal? Das hat er natürlich in der Oper gehört. Denn auf den alten 78er-Platten mit einem Kurbelgrammophon ist der Effekt natürlich weitaus geringer, gerade wenn das ganze Orchester einsetzt, wenn die Kontrabässe dieses Pizzicato haben. Das muss man dann schon live hören. Oder heute ist es natürlich anders. Heute kann man das auch, eine riesige Boxen in seinem kleinen Arbeitszimmer, und da hat er das dann immer schön laut aufgedreht. Und vermittelt über Sie haben wir jetzt sehr viel über Loriot erfahren. Nicht nur eben Biografisches, sondern auch Technisches und ja, sehr viel im Spannungsfeld zwischen beiden. Das fand ich sehr faszinierend und möchte mich sehr bedanken. Sehr gerne, sehr gerne. Und ja, damit schließen wir das mal. Auf Wiedersehen.